Ja, ich würde gerne anfangen. Einen schönen guten Morgen an Sie alle, an euch alle, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich und habe das Vergnügen, Sie zu unserem Breakfast Talk hier heute Morgen begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie konnten sich schon etwas stärken, breakfastmäßig heute Morgen. Wir beschäftigen uns heute intensiv mit dem EU-Mercosur-Abkommen, ein Abkommen, das im Juni 2019 von der EU nach über 20 Jahren Verhandlungen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ausgehandelt wurde und trotz aller Kritik von Seiten der Zivilgesellschaft, von Seiten der Menschenrechtsorganisationen, von Umweltverbänden und auch von Wissenschaftlern, trotz dieser Kritik will die Europäische Union an der Ratifizierung des Abkommens festhalten. Auch wenn es im Lichte der Brände, der Feuer in Amazonien dann gleich im Frühjahr ja auch eine öffentliche Debatte, eine intensive öffentliche Debatte darum gab, ob dieses EU-Mercosur-Abkommen als Freihandelsabkommen eigentlich sowohl an Bolsonaro, der ja im Januar vor einem Jahr die Macht übernommen hat in Brasilien, das richtige Signal war und ob dieses Abkommen überhaupt im Lichte von Klimawandel, von Verlust biologischer Vielfalt noch eine angemessene Antwort sein kann als Abkommen seitens der EU. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier und heute Morgen die Möglichkeit haben, uns jenseits auch der publizistischen und politischen Aufmerksamkeit rund um dieses Abkommen etwas tiefer mit den handelspolitischen, aber eben auch mit den verbraucherpolitischen, agrarpolitischen, klimapolitischen und Biodiversitätsaspekten des Abkommens intensiver zu beschäftigen. Und dass wir das können, haben wir der Tatsache zu verdanken, dass Christoph Scherrer mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern uns ja eine Studie vorgelegt hat. Die Ergebnisse dieser Studie werden wir heute Morgen präsentiert bekommen, auch als Grundstock und Ausgangspunkt, um dann zu Einzelaspekten des Abkommens in die Vertiefung zu gehen. Ich glaube, wir brauchen diese Qualifizierung der Diskussion auf allen Ebenen, weil es zwar schön ist, wenn wir publizistisch und politisch hier und da Anmerkungen bekommen zu diesem Abkommen, aber die Vertiefung, die Qualifizierung brauchen auch wir als zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, um eben noch mehr auch in die politische Debatte einzusteigen. Ich glaube, dass wir wirklich alles tun müssen, dass dieses Abkommen, so wie es jetzt vorliegt, nie in Kraft treten kann, nicht ratifiziert wird. Dazu dann später auch noch von meiner Seite mehr. Lieber Martin, ich freue mich, dass wir im Rahmen unserer alternativen Grünen Woche in der Heinrich-Böll-Stiftung traditionell schon mit dir, deinem Büro, zusammenarbeiten. Danke für die tolle Studie. Es gibt ja auch noch von Anna Cavazzini, ebenfalls Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, ein Inputpapier zum ganzen Thema EU-Mercosur-Abkommen. Das kann man alles auf den Webseiten finden. Martin, ich habe das Vergnügen, jetzt an dich weiterzugeben und danke für die tolle Zusammenarbeit wie jedes Jahr. Gutes Gelingen heute. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Danke. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Danke, Barbara, dass wir wieder die Gelegenheit haben, hier eine Veranstaltung zu machen über ein Thema, wo ich denke, dass ich im Agrarbereich da alle Akteure, die zurzeit in verschiedenen Demonstrationen auf der Straße sind, bei diesem Thema einig sind, zwischen Deutschen Mauerverband, Landschaft, Bewegung oder Verbindung, Bewegung, ich weiß nicht, heute so, morgen so, ABL, zwischen all diesen Organisationen besteht in einem Punkt Einigkeit. Dieses Abkommen, was da auf dem Tisch liegt, was ja noch nicht mal für uns als Abgeordnete fertig auf dem Tisch liegt, dieses Abkommen darf so nicht in Kraft treten. Und wir haben aber eine deutsche Bundesregierung, Sie haben es ja mitbekommen, Frau Klöckner hat als Hauptrednerin auf dem Forum, was sie ja jedes Jahr gestaltet, die brasilianische Agrarministerin eingeladen als Hauptrednerin, die uns was über die Zukunft der Agrarpolitik sagen soll, nicht uns, sondern
der versammelten Kompetenz des, ich sage mal, der konventionellen Agrarlobby. Und als dieses Abkommen letztes Jahr in einer freundschaftlichen Geste in Japan, ja nicht in Europa, mit einer Umarmung von unserem damaligen Kommissionspräsidenten und Herrn Bolsonaro besiegelt wurde, habe ich schon gedacht, wie kann man mit so einem Präsidenten wie Bolsonaro eigentlich so einen wunderbaren Deal machen, wie er damals der Kommissionspräsident gesagt hat. Weil man muss diese ganze Situation auch betrachten, nicht nur im Lichte der Handelspolitik, sondern auch im Lichte der Zustände in Südamerika. Und darüber werde ich nachher auch noch was sagen, weil ich ja die Gelegenheit hatte, zum einen als Abgeordneter mit einer offiziellen Delegation in Brasilien zu sein, aber auch mit der Böll-Stiftung unterwegs zu sein. Und dass die Situation anders ist als das, was uns hier geschildert wird, habe ich mit eigenen Augen auch sehen können. Wir wollen uns jetzt mit den wirtschaftlichen Aspekten erstmal auseinandersetzen, aber wir müssen dann auch mal die politischen Aspekte noch beleuchten. Denn eins ist klar, wir haben hier 100.000 in Berlin zusammengebracht gegen das TTIP-Abkommen, was ja dann ein anderer sozusagen kaputt gemacht hat. Ich finde, trotz der vielen Proteste gegen dieses Mercosur-Abkommen haben wir keine Bewegung auf der Straße, komischerweise. Obwohl dieses Abkommen in der Dimension eigentlich dem TTIP-Abkommen in nichts nachsteht. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen eine Öffentlichkeit sich des Themas auch mehr annimmt und auch dafür auf die Straße geht. Das Europaparlament hat jetzt zum ersten Mal eine Debatte darüber. Ich kann nur sagen, das sieht nicht so aus, als wenn das jetzt einfach so durchgehen würde. Da also auch von konservativer Seite heftig Kritik geübt wird und Grüne, Sozialdemokraten und Linke sehr energisch dagegen Widerstand leisten. Bei den Mitgliedsländern sieht es auch nicht sonderlich gut aus für dieses Abkommen. Die österreichische Regierung hat klar gesagt, so nicht. Die französische Regierung ist noch ein bisschen wankelmütig. Die Iren haben gesagt, so nicht. Also uns steht noch eine mindestens dreijährige Auseinandersetzung um dieses Abkommen ins Haus. Diese Zeit werden wir und sollten wir sehr intensiv nutzen für einen politischen Dialog, der sich nicht gegen die Mercosur-Länder richtet, sondern ganz klar benennt, wer sind Gewinner, wer sind Verlierer. Und dass wir am Ende, wenn wir schon über einen Green Deal in Europa reden, auch zu einer anderen Handelspolitik in Europa kommen. Denn es wird keine andere Klimapolitik geben, es wird keinen Green Deal geben, wenn Europa nicht die Handelspolitik auch ändert. Vielen Dank und ich hoffe, wir kommen zu einer spannenden, interessanten Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, Martin Häusling, auch für den Auftrag an mich als Journalistin, endlich mal dafür zu sorgen, dass mehr Menschen auf die Straße gehen gegen Mercosur. Das betrifft ja nicht nur die NGOs, sondern auch die Journalisten. Ich bin Tanja Busse, ich bin Journalistin und schreibe seit vielen, vielen Jahren über Landwirtschaft, über Ökologie und Ökonomie, wie sie nicht zusammengehen, wie sie zusammengehen sollten. Ich habe 2 Jahre über Biodiversität gerade recherchiert für ein Buch und das alles lastet wirklich schwer auf mir. Diese Erkenntnisse, die die Wissenschaft uns auflegt, zeigt, es ist einfach allerhöchste Zeit. Gestern war ich beim GFFA, da gab es ganz winzig, winzig kleine Diskussionen zur Frage, sollte der Handel vielleicht irgendwie Nachhaltigkeit auch mit berücksichtigen. Ich habe das optimistisch gemacht, dass es immerhin Länder gibt, die anfangen, das auch beim GFFA zu besprechen. Ich nehme das mal als kleines Hoffnungszeichen jetzt mit in die Diskussion, aber Martin Häusling guckt mich an, als wäre das sehr naiv. Also, das mal auf. Ich darf Ihnen noch einen Special Guest ankündigen, der just in diesem Moment hereingekommen ist. Antonio Andreoli, guten Tag, herzlich willkommen. Das ist jemand, der auf beiden Seiten des Atlantiks die Gefahren der Gentechnik so bekannt gemacht hat. Ich glaube, er hat ein bisschen daran gearbeitet, dass wir in Europa keine Gentechnik auf den Feldern haben. Er hat in Deutschland studiert, ist in Brasilien Professor und wird gleich noch aus brasilianischer Sicht uns einen Blick auf das Abkommen werfen. So, jetzt fangen wir aber endlich an mit der wissenschaftlichen Analyse. Die wird Ihnen nämlich jetzt ein Volkswirt, ein Politikwissenschaftler vorstellen. Er hat in Berlin, in Yale, in Harvard studiert und er leitet jetzt das Fachgebiet Globalisierung und Politik am International Center for Development and Decent Work, also immer mit dem Blick auf Arbeitsrechte in der globalisierten Welt an der Uni Kassel.
Und er forscht eben zur großen Frage, wie kann man diesen Weltmarkt irgendwie so machen, dass nicht nur große Unternehmen davon profitieren, sondern auch die Menschen, die dafür arbeiten. Er hat dabei ganz viele neue Studiengänge auf den Weg gebracht und viele Studenten dazu gebracht, sich um diese Fragen zu kümmern. Und er hat zusammen mit seinem Kollegen vom International Center, nämlich Ismail Doga Karatepe, sich das Mercosur-Abkommen vorgenommen, bis in alle Details analysiert und sagt uns jetzt, was davon zu halten ist. Professor Scherer, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für diese freundliche Vorstellung meiner Person. Wir hatten auch noch eine dritte Person, einen Argentinier, Henrique Tissot, ein Student von uns, der uns auch ein bisschen die Mercosur-Perspektive eingebracht hat in diese Studie. Diese Studie beschränkt sich sehr auf den Agrarbereich. Deswegen möchte ich auch noch mal auf diese andere Studie hinweisen, die gerade von PowerShift auch für die Grünen gemacht wurde, die das Abkommen wesentlich umfassender darstellt und nach meiner Ansicht auch dort deutlich größere Problembereiche benennt. Kurz der Ablauf meines kleinen Referats, der Stand des Abkommens, die Frage der Zollsenkungen und dann die sogenannten sensiblen Nahrungsmittel, die sanitären Standards und dann die Folgen für Europa und für Lateinamerika, zum Schluss Kernthesen. Das wurde ja schon gesagt, was der Mercosur ist. Unterzeichnet wurde es 2019 von den Regierungschefs, was aber nicht bedeutet, dass damit ein Vertrag dann in Kraft tritt, sondern ein solcher Vertrag ist in Europa als ein gemischtes Abkommen. Gemischt heißt, dass eben die Zuständigkeit gemischt ist zwischen der EU-Kommission, die auf vielen Gebieten des Handels frei handeln kann, aber auf manchen Gebieten des Handelns eben nicht. Und deswegen muss eben dieses Abkommen auch noch durch die Länderparlamente und die Regierungen. Und deswegen gibt es Einspruchmöglichkeiten. Deswegen lohnt es sich, hierher zu kommen und sich damit zu beschäftigen. Es ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt im Agrarbereich werden die Zölle für ganz viele Produktgruppen drastisch gesenkt, aber über einen längeren Zeitraum. Ganz genau wissen wir die Zeiträume nicht, weil noch nicht alles ausbuchstabiert ist. Aber ungefähr kann es sich bis zu 10 Jahren hinziehen. Und man sieht, dass der Mercosur mehr geöffnet hat als jetzt die EU das. Ein sehr interessanter Punkt ist die geografischen Indikatoren. Das ist Parma-Schinken, das ist Münchner Bier. Das ist die Art und Weise, wie die Länder, die vorangeschritten sind in der Industrialisierung, ihren Vorsprung absichern. Man hat ja sonst so die Vorstellung, Protektionismus ist für die, die nachkommen. Aber der heutige Protektionismus ist im Wesentlichen für die, die vorangeschritten sind und die eben eine spezifische Reputation gewonnen haben, wie beispielsweise Parma-Schinken, und sich damit eben Marktchancen absichern können und diesen Namen absichern. Und das Abkommen ist das Abkommen mit den meisten Produkten, die EU in ein Abkommen sich absichern ließ, nämlich 350 Stück. Das Mercosur ist auf 220, aber sehr viele Produkte sind in Europa noch gar nicht bekannt, die noch gar nicht also diesen Markennamen haben. Jetzt zu dem, was wirklich interessant ist. Ich hoffe, Sie können das lesen. Es ist ein bisschen kleiner geschrieben und es ist so ein bisschen komplizierter. Wir fangen also mit der linken Spalte an. Die Produkte, das sind sogenannte sensible Produkte, wo die EU gesagt hat, hier machen wir nicht eine völlige Marktöffnung, sondern das beschränken wir. Und die Beschränkungen, die gibt es schon seit sehr lange. Das ist dann die zweite Spalte. Die dritte Spalte. Die zweite Spalte sagt uns, wie viel derzeit in der EU importiert wird aus dem Mercosur. Das sind also die Tonnen.
Und die dritte Spalte, die sagt, was die Kontingente sind, was eben zu einem spezifischen Zollsatz, zu einem spezifischen Zollsatz eingeführt werden kann. Und alles, was darüber hinaus importiert wird, hat dann einen deutlich höheren Zollsatz. Das. Und dann kommen wir in die Mitte. Da sehen wir nämlich diese höheren Zollsätze, für, wenn man über die, das Kontingent, über die Quote geht. Und Sie sehen, das kann schon ziemlich heftig sein. Bei gefrorenem Rindfleisch ist das derzeit 74%. Das. So, und jetzt kommt die vorletzte Spalte, neuer Zollsatz innerhalb des Kontingents. Und nun wurde das Kontingent erhöht, das sieht man ganz rechts. Es werden also 55.000 Tonnen mehr erlaubt. Und hier wird dann ein deutlich niedrigerer Zollsatz erhoben. Eine drastische Veränderung hinsichtlich des Zollsatzes. Was wirklich drastisch ist, wenn man ganz weit nach unten geht, in die vorletzte Zeile, Ethanol. Da sehen wir von einem Kontingent von 46.000 ganz rechts dann auf 650.000. Das ist also eine Verdreizehnfachung des Kontingents. Das ist also eine ganz massive Erhöhung beim Ethanol. Aber wir sehen auch, im Rindfleischsektor hatten wir eine Quote jetzt von 46.000 und nur für Frischfleisch, keine für Gefrorenes. Und diese Quote würde angehoben. Und dazu sage ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Der Grund wäre vielleicht etwas zu stark gesagt, aber eine der Begründungsfiguren, warum jetzt dem Mercosur ein höheres Kontingent zugebilligt wird, ist, was unter diesem seltsamen Namen Erga Omnes läuft. Das ist nämlich eine Quote, die die EU für alle Länder dieser Welt geöffnet hat, wobei aber vor allem die USA im Blick war. Aber da die USA kein hormonfreies Fleisch produziert, war die USA davon ausgeschlossen, das. Und diese Quote wurde stark eben auch von Australien und dem Mercosur ausgeschöpft, von den Exporteuren aus diesen Ländern. Und Trump hat jetzt nochmal neu nachverhandelt und die USA haben jetzt eben gleich aus dieser Quote 18.500 Tonnen und die dann gesteigert werden können auf 35.000 Tonnen über einen längeren Zeitraum. Und hier hat dann der Mercosur, die Handelsvertreter dort, gesagt, hier das, da müssen wir, werden wir rausgedrängt, also müssen wir kompensiert werden. Und in dem alten Kontingent, was wir hier sehen mit den 46.000 in der Rindfleischzeile, in diesem Kontingent soll auch dann der Zollsatz auf 0 gesenkt werden und nicht auf 7,5, sondern richtig runter auf 0. Was ich aber sehr betonen möchte, und das ist auch eine zentrale Aussage zum Schluss, dass die EU in einer gewissen schwierigen Argumentationssituation ist, dass sie nämlich deutlich mehr Rindfleisch exportiert, als sie importiert. Und zwar nämlich mehr als das Doppelte im Jahre 2018. Ich komme auf den Punkt dann nochmal zurück. Jetzt ist das mit den sanitären Standards, also das sanitäre und phytosanitäre Standards, die Frage der Konsumentensicherheit bei dem Verzehr der Produkte. Und da gibt es einen lang anhaltenden Streit, transatlantisch vor allem, dass die Amerikaner sagen, das muss ganz genau wissenschaftlich nachgewiesen sein, dass das schädlich ist. Und die Europäer sagen, nein, es reicht aus, wenn es deutliche Indizien schon gibt, ohne dass das völlig wissenschaftlich abgesichert ist. Und das nennt sich das Vorsorgeprinzip. Und dieses Vorsorgeprinzip ist etwas aufgeweicht worden. Und zwar in den anderen Freihandelsabkommen gehört es in den Bereich, der auch von dem allgemeinen Streitschlichtungsmechanismus des Freihandelsabkommens abgedeckt wird. In diesem Abkommen ist es geschoben worden in ein wunderschönes Nachhaltigkeitskapitel, das aber nicht
in den Streitschlichtungsmechanismus eingebunden ist und wo es eben dann nur einen Dialog geben soll, also keine Sanktionen. Ich sage, warum wunderschönes Nachhaltigkeitskapitel, weil dort die Vertragsparteien sich verpflichtet haben, alle möglichen wunderschönen internationalen Abkommen zu honorieren. Aber es gibt gar keinen Mechanismus, wenn ein Land es eben nicht honoriert, sondern dann soll es eben Dialog geben. Also hier gibt es eben auch keine Sanktionsmöglichkeiten. Und es gibt dann die üblichen weiteren Einschränkungen, dass natürlich Umwelt- und Arbeitsgesetze so ausgestaltet werden sollen, dass sie den Handel nicht beschränken. Und dann sind natürlich dann wieder Interpretationsspielräume. Was beschränkt den Handel, was beschränkt nicht den Handel? Und dann gibt es auch noch ein kleines Schlupfloch, dass wenn die Rückstände von Pestiziden in einem Produkt, das nach Europa kommt, höher ist, als es erlaubt ist, dass dann eine Anfrage gestartet werden kann, ob man das etwas anheben kann. Also auch hier wieder gewisse Ermessungsspielräume. Und da ist eben die Frage, wer macht das? Gibt es da genügend Kapazitäten seitens der EU? Ein klares Verfahren, dass das nicht ausgenutzt wird. Also hier kommt es dann sehr auf das Kleingedruckte an. Folgen für Europa. Und diese Kontingenterhöhung jenseits vom Ethanol sind für den Gesamtmarkt Europas nicht besonders ins Gewicht fallend. Die EU sagt, es sind 1,2% höchstens. Man kann sagen, dass es vielleicht auch auf 2% gehen könnte. Das ist immer ein bisschen schwierig, wie man das dann berechnet. Sie haben ja auch noch nicht uns völlig die Zahlen offengelegt. Aber gehen wir mal aus von 2%, ist das natürlich im Gesamtmarkt nicht besonders gewichtig und wird die Preise im Gesamtmarkt nicht verändern. Aber es gibt spezifische Teilmärkte in allen Produktgruppen, im Rindfleisch, im Geflügel, überall gibt es ja spezifische Produktgruppen. Und hier kann man sich vorstellen, dass dort dann doch der Preisdruck erhöht wird. Und wenn wir jetzt uns die deutschen Rindfleischproduzenten angucken, dann haben die besondere Probleme, und zwar das allgemeine Problem in Europa, dass der Pro-Kopf-Verbrauch zurückgeht, was vielleicht nicht so schlecht ist aus mancher Hinsicht, aber für jetzt diejenigen, die in dem Geschäft sind, ist das ein gewisses Problem. Und interessanterweise ist die Einkommenssituation der Rindfleischproduzenten in Europa sehr, sehr unterschiedlich. Die, die am meisten verdienen, die sitzen in Norditalien. Und die am wenigsten verdienen, die sitzen in der Slowakei. Und ziemlich weit unten sitzen auch die Deutschen interessanterweise. Und deswegen, wenn jetzt in einem Teilmarkt der Preisdruck steigt, dann wird natürlich deren Marge noch kleiner. Und man muss auch sehen, dass die EU ja verschiedene andere Freihandelsabkommen derzeit im Auge hat, wie beispielsweise mit Australien und so weiter, wo auch noch zusätzliche Kontingente dazukommen können, sprich also noch eine größere Marktöffnung stattfindet. Aber hier auch nochmal, die EU verhandelt ja nicht nur, dass eine Öffnung ist, sondern sie versucht ja auch in anderen Ländern zu öffnen. Und vor kurzem ist ihnen das gelungen mit Japan. Und Südkorea hat eine 20-Jahre-Sperre vor kurzem aufgehoben gegenüber europäischem Rindfleisch. Also es gibt da ja auch immer sehr offensive Interessen der Großexporteure, die dann von der EU übernommen werden. Für die Konsumentin bedeutet die Aufweichung des Vorsorgeprinzips sicherlich einen etwas geringeren Schutz. Wenn wir für Lateinamerika gehen, und das hat diese andere Studie sehr schön aufgezeigt, weil die dort natürlich viel mehr auch die anderen Bereiche jenseits der Landwirtschaft sich angeschaut haben, ist, dass das allgemeine Abkommen dazu führt, dass die traditionelle Arbeitsteilung, sprich dass der Mercosur für die Produktion von Rohstoffen, von Nahrungsmitteln zuständig wird, aber eben nicht für Hochtechnologieprodukte. Und eben Europa dann Autos und Hochtechnologieprodukte günstiger in den Mercosur bringt und damit diese Vertiefung der traditionellen Arbeitsteilung
vorantreibt. Natürlich sind die neuen Kontingente und die Senkung der Zölle ein Anreiz für die Ausdehnung der industriellen Landwirtschaft, das in Mercosur. Wir haben eine ganz andere Studie gemacht über Arbeitsbedingungen von Landarbeiter, Landarbeiterinnen im globalen Süden, unter anderem auch in Brasilien mit brasilianischen Partnern. Und da ist es sehr deutlich, dass Landarbeiter am wenigsten von der Einfügung in eine globale Wertschöpfungskette profitieren, aber auch kleine Produzenten haben da Schwierigkeiten, was rauszuholen oder überhaupt da reinzukommen. Sodass es also wirklich mehr für die Großproduzenten dieses Abkommen ist. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, für das zusätzliche Kontingent und so weiter, braucht es wirklich mehr Agrarfläche im Mercosur? Und da würden wir sagen, das ist nicht unbedingt notwendig. Das kann auch auf der vorhandenen Agrarfläche stattfinden. Die Ausnahme könnte eben diese sehr große Ausdehnung von Ethanol sein. Und das ist eben ganz zentral, es gibt einfach weitere Faktoren, die zur Abholzung Amazoniens führen. Und das ist insbesondere Landclaims, dass also Leute jetzt nun sehen, sie können potenziell das Land sich unter den Nagel reißen. Und dann sieht man später mal, was man damit macht. Und nicht unbedingt, dass es sofort also für diese Exportwirtschaft genutzt wird. Gleichwohl ist aber natürlich die größeren Exportmöglichkeiten ein Anreiz, Agrarfläche weiter in Anspruch zu nehmen. Die Kernthese ist eben die Verstärkung industrieller Landwirtschaft insgesamt, dass im Bereich Agrar die Änderungen nicht so dramatisch sind, außer eben in Teilmärkten, dass es am Rande ist, dass die EU-Kommission natürlich weiß, dass es da Franzosen gibt, die sehr gut mobilisierbar sind, dass sie weiß, dass es auch die Iren gibt und so weiter. Und deswegen sind das alles eher an so Randbereiche, wo diese Veränderungen stattgefunden haben. Und darauf muss man eben aber auch reagieren und aufzeigen, dass das ja immer ein Eintritt ist für weitere Ausdehnung des Randes. Schritt für Schritt wird ja versucht, mit solchen Handelsabkommen den Spielraum für Konzerne zu erhöhen. Ja, die Ausnahme ist eben Ethanol. Da hat die EU auf Druck auch der chemischen Industrie, die das stark nutzt, das ist nicht nur Biosprit, sondern andere Produkte der chemischen Industrie, sich sehr stark dafür gemacht, dass sie da günstig an Ethanol rankommen. Ja, damit möchte ich das auch erstmal beenden. Es gibt da sehr viele komplexe Teilaspekte in diesem Bereich Agrar. Ich habe ja auch jetzt nur ein paar Produkte erwähnt. Sie wissen ja selbst, es ist eine riesige Bandbreite an Produkten, wo man natürlich immer noch mal genauer reinschauen könnte. Was bedeutet das denn eigentlich dann für die europäische Landwirtschaft? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Scherer, für den Blick ins Kleingedruckte und ja die bedrückenden Aussichten doch, denn die kleinen Teilbereiche, die Sie erwähnt haben, die sind ja heute nicht gerade in bester Situation. Die Milchbauern, die fürchten, dass sie ohnehin schon nicht kostendeckend arbeiten, die jetzt auch nicht mal mehr das Rindfleisch loswerden. Das sind ja für diese Bereiche wichtige, wichtige Sorgen. Vielen Dank. Und wir haben jetzt noch mal weitere Perspektiven aus unterschiedlicher Sicht jeweils auf die möglichen Auswirkungen dieses Mercosur-Abkommens. Und ja, unser einladender, beinahe Gastgeber zusammen mit der Böll-Stiftung macht den Aufschlag, der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. 2018 mit dem Agrarausschuss des Europaparlaments mal eine Reise gemacht dorthin, um sich anzusehen, worüber wir heute reden, wie es tatsächlich aussieht, wie es sich auswirkt. Und hat das mit seinem Biohof in Hessen verglichen und seine Schlüsse daraus gezogen. Ja, welche Handels- und Agrarpolitik brauchen denn die Bauern in Europa? Und was steckt davon drin im Mercosur-Abkommen? Martin Häusling, noch einmal bitte. Wir dürfen noch mal applaudieren. Ja, in der Tat hatten wir die Gelegenheit, als Agrarausschuss nach Mato Grosso zu reisen. Und es ging gar nicht mehr um das Mercosur-Abkommen, sondern es ging darum, dass nämlich Brasilien schon mal heftige Probleme hatte wegen Gammelfleisch und wegen einem Korruptionsskandal. Und daraufhin die Europäische Union ja für
ein Jahr den Markt ganz geschlossen hat. Und wir sollten uns jetzt angucken, ob das alles jetzt wieder in Ordnung ist. Und das heißt, wie sieht das dann aus, wenn eine europäische Delegation nach Brasilien kommt? Wir haben den größten Schlachthof Brasiliens besichtigen dürfen, der ist in Mato Grosso. Da wird alle halbe Minute ein Rind geschlachtet. Und was uns als erstes auffiel, die waren alle frisch eingekleidet. Alle Schlachter, an dem 3000 Leute stehen nah am Band, alle frisch eingekleidet. Die Rinder hatten alle Ohrmarken, ganz frisch. Und dann wurde uns glaubhaft versichert, diese Rinder kommen alle von Flächen, die nicht neu gerodet wurden. Und dann wurde uns auch ein Kataster vorgelegt und sagt, ja, ab welchem Zeitpunkt ist denn das? Ja, das ist vom letzten Jahr. Dieses Jahr ist nicht viel gerodet worden. Und da muss man immer sehr sauber unterscheiden, weil das ist in der politischen Diskussion in Deutschland immer so eine Sache, dass gesagt wird, illegale Rodungen finden statt. Ja, aber es gibt in Brasilien ganz legale Rodungen. Ganz legal. Und die sind in dem Umfang im Moment von der doppelten Größe der Bundesrepublik Deutschland, wird im Cerrado gerodet zur Ausweitung von Sojaflächen für die Produktion. Ganz legale Rodungen. Und was darüber hinausgeht, das sind die illegalen Rodungen. Und deshalb muss man da sehr fein unterscheiden. Diese brasilianische Regierung, auch die Bundesstaaten haben weiterhin eine expansive Flächenausdehnung im Agrarbereich immer noch im Blick. Es ist alles, aber es ist kein Stopp der jeweiligen Rodungen. Aber ich wollte mal auf dieses Abkommen zurückkommen, weil es ist wirklich ein Abkommen aus dem letzten Jahrhundert, letzten Jahrtausend, muss man sagen. 1995 wurde das Mandat erteilt für die Europäische Kommission. Zwischenzeitlich haben wir, glaube ich, ein paar andere Diskussionen. Wer hat 1995 intensiv über Klimawandel geredet? Ein paar Grüne, die deshalb aus dem Parlament geflogen sind in Deutschland. Alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. War damals nicht so wirklich ein Thema. Wir hatten kein Klimaabkommen und das Thema Artensterben war eins, was ja ein paar Biologen halt auf dem Schirm hatten, aber nicht die Masse sozusagen in der politischen Diskussion. Landwirtschaftspolitik, ja, aber sie war nicht so in der Kritik, wie sie jetzt im Moment steht. Und all das war nicht in dem Verhandlungsmandat, all das hat überhaupt keine Rolle gespielt bei den Verhandlungen der Europäischen Kommission mit den Mercosur-Ländern. Und da muss man sich halt fragen, warum hat die Europäische Union sich nicht da wenigstens darum bemüht, ein neues Mandat aufzunehmen? Ja, schlichtweg, weil es kein politisches Interesse daran gibt, ein neues Mandat zu haben. Weil, und das habe ich vorhin schon am Anfang gesagt, die Agenda der Europäischen Union ist immer noch auf Freihandel ausgerichtet. Und das hat was mit Donald Trump zu tun. Weil wenn man eine Diskussion führt im Agrarausschuss oder wo auch immer, heißt es immer, ja, wer jetzt gegen Freihandel ist, der ist doch ein Protektionist und sie USA. Und das ist so ein Totschlagargument, was im Moment der politischen Diskussion überall rausgeholt wird, sodass derjenige, der einen kritischen Blick auf Freihandel wirft, gleich in dieselbe Tonne geschmissen wird wie Donald Trump. Und wir müssen deshalb nicht argumentieren gegen Handel, tun wir alle nicht, sondern müssen fair und frei in den Vordergrund stellen. Und das fehlt in diesem Abkommen komplett und das ist im Grunde genommen, wie gesagt, überhaupt nicht mehr zeitgerecht. Bei der ersten Diskussion im Europäischen Parlament kam die Kommission wieder und hat gesagt, ja, wir haben doch diese, Sie haben es ja eben auch gesagt, die tollen Nachhaltigkeitsstandards. Ja, Herr Bolsonaro hat, die Kommission gesagt, hat sich darauf verpflichtet, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und ich kann nur sagen, welche grandiose Naivität ist sowas, einen Präsidenten, der gewählt wurde, weil er Klimawandel leugnet, weil er die agrarindustriellen Interessen ganz klar in den Vordergrund hat, den jetzt nachträglich zum Klimaschützer zu erklären. Und deshalb muss man auch diese ganze Entwicklung in Südamerika und warum die Europäische Union jetzt dieses Abkommen abschließt, auch mit dem Rechtsruck in vielen südamerikanischen Ländern auch mitdiskutieren. Denn warum hat die Europäische Union nicht unter Lula abgeschlossen? Ganz klar, weil Lula für seine Industrie den Schutz, oder für seine Arbeitnehmer den Schutz da vorne gestellt hat und kein Freihandelsbefürworter war. Aber unter Bolsonaro klappt das Ganze. Und was auch völlig klar ist, was mir auch bei der Reise
nach Südamerika sehr deutlich wurde, mit wem haben wir denn da als Europäische Union geredet? Damals war Herr Macchi Agrarminister der Brasilianer. Herr Macchi, muss man wissen, ist der größte Sojaproduzent der Welt mit einem Besitz von 230.000 Hektar. Der hat für die Südamerikaner einen großen Teil der Verhandlungen mit bestritten. Welche Interessen hat Herr Macchi? Will der die Kleinbauern schützen? Nein, er bezeichnet sich aber selbst als landwirtschaftlicher Familienunternehmer. Also nur um zu klar zu sagen, was für ein Bild die Leute von sich selbst haben. Und deshalb ist dieses Abkommen ganz klar auf die agrarindustrielle Produktion ausgerichtet. Und diese agrarindustrielle Produktion, das muss man auch wissen, diese Großlandbesitzer, die bestimmen 45% der Abgeordneten im brasilianischen Parlament. Da wird der Deutsche Bauernverband nur von träumen. Aber das ist eine politische Macht. Und diese politische Macht stützt Bolsonaro. Und diese politische Macht unterstützt auch das Abkommen. Wir sind, als wir meine zweite Reise gemacht haben nach Brasilien, das war mit der Böll-Stiftung. Und das war im Cerrado. Und wir sind in einer Zeit durch den Cerrado gefahren, wo die Brände stattfinden, wo, wie es jetzt in Australien auch immer heißt, es brennt ja immer schon. Auch so ist die Situation in vielen Regionen im Cerrado, dass es permanent brennt. Das, was jetzt sozusagen nochmal das Fanal war, war, dass es sehr koordiniert gebrannt hat letztes Jahr, weil man sich verabredet hat, sozusagen die Politik von Bolsonaro mal sehr deutlich umzusetzen mit noch mehr Bränden. Aber es gibt eine dauernde Politik des Inbesitznehmen von Flächen, die noch nicht genutzt wurden. Und die brasilianische Regierung redet tatsächlich davon, dass es eine Inwertsetzung dieser Flächen darum geht. Und wir waren in Saint-Louis, das entsteht der größte Hafen von Brasilien zurzeit. Und die vier Bundesstaaten, die dahinter liegen, das ist die zukünftige Region, wo am meisten Soja produziert wird, was direkt dann nach Europa geht. Und warum ärgert dieses Abkommen die europäischen Bauern denn so? Man muss wissen, und Herr Scherer hat es ja nur so am Rande gesprochen, die Produktionskosten in Südamerika liegen ungefähr unter der Hälfte dessen, was wir in Europa für die Landwirte bezahlen. Und deshalb ist dieser Wettbewerb noch unfairer, als es zurzeit schon ist. Die Produktionskosten betragen 200 Euro in den USA, in Südamerika für Rindfleisch. Das ist nicht viel, aber das hat damit zu tun, dass keine Umweltstandards eingehalten werden. Und das muss man auch wissen. Deshalb ärgert es mich so, dass die brasilianische Agrarministerin hier redet. Die brasilianische Regierung hat als erstes in ihrer neuen Amtszeit 350 Pestizide zugelassen, die in Europa komplett verboten sind. Und deshalb sind auch die Einhaltung der Standards, Herr Scherer hat es ja so am Rande sehr vorsichtig formuliert, die Kontrollen finden halt statt an der Grenze in Europa und es wird dann geguckt, ist was drin oder nicht. Vor Ort, das sage ich sehr deutlich, vor Ort sind Kontrollen der Europäischen Union überhaupt nicht möglich. Ich habe im Agrarausschuss dann gefragt, unseren Herrn Clark, der diese Verhandlungen geführt hat für den Agrarbereich, wie kontrolliert eigentlich die Europäische Union die Einhaltung von Standards? Die Antwort war, wir haben mal eine Delegation hingeschickt. Eine Delegation in einem Land, wo es im Grunde genommen, das wirst du ja noch sagen, in vielen Bereichen überhaupt keine staatliche Organisation gibt, die dafür sorgt, dass Umweltgesetze eingehalten werden. Ein deutscher Bauer weiß, was Normen sind, die er einhalten muss. Diese Normen gibt es in vielen Bereichen in Brasilien überhaupt nicht. Deshalb ist es absolut illusorisch, dass man denkt, wir könnten unsere Standards übertragen und die würden dann eins zu eins eingehalten. Es gibt keine staatliche Organisation in Brasilien, aber auch nicht in Argentinien und schon gar nicht in Paraguay, die irgendwie dafür sorgt, dass diese Standards eingehalten werden. Klimaziele brauche ich nicht zu sagen, weil eine Regierung, die Paris für Nonsens hält, nicht einwirken wird auf die Einhaltung von Klimazielen. Und
Sie haben es eben, Herr Scherer, so am Rande erwähnt. Die Europäische Union weiß schon, dass der Rindfleischmarkt in vielen Bereichen betroffen ist. Und dann hat die Europäische Union gesagt, die Kommission gesagt, kein Problem, wir verteilen dann nochmal 1 Milliarde nach Frankreich, nach Irland. Und dann ist das Problem gelöst. Also die Bauern in Europa so ein bisschen stillhalten nach dem Motto, das Geld haben wir ja, das verteilen wir dann noch mehr, ist eine Fortsetzung dieser irren Agrarpolitik, die wir im Moment haben, die europäischen Bauern mit immer mehr Subventionen sozusagen an den Tropf zu hängen. Das kann keine Zukunftsperspektive sein. Es wird auch immer in Deutschland die Diskussion geführt um den Amazonas. Wir müssen sehen, dass die meisten Rodungen in den letzten Jahren stattgefunden haben im Cerrado. Das ist eine Trockenwaldzone. Und wir haben mal ein paar Bilder mitgebracht von meiner Reise. Dieses Bild in der Mitte, so sieht es in vielen Regionen aus. Da stand vor 20 Jahren ein Trockenwald, der so wie im oberen Bereich. Und da gibt es ein Gesetz in den USA, in Brasilien, das sagt, wenn ein neues Land in Besitz genommen wird, darf nur 80% der Fläche in Besitz genommen werden. 20% müssen naturbelassen sein. Schöne Theorie. Wir sind dann rausgefahren. Wo sind dann die 20%? Diese 20% waren dann die Eukalyptuswälder. Also auch das muss man wissen, das haben wir jetzt nicht in der Studie drin, aber Brasilien entwickelt sich zu einem der größten Exporteure von Rohstoffen für die Zellstoffindustrie und das ist Eukalyptus. Das wächst auf diesen sogenannten Gebieten, die stehen gelassen werden. Und um es auch nochmal deutlich zu machen, ich als Europaabgeordneter war als erster Abgeordneter überhaupt in dieser Region. Da haben sich ganze Dorfschaften versammelt, weil es der brasilianischen Regierung relativ egal ist, was mit indigenen Gesellschaften, was aber auch mit Gesellschaften von ehemaligen Sklaven, die in diesen Regionen seit 200 Jahren siedeln, passiert. All diese Dörfer haben keinerlei Landrechte. Und da wird gnadenlos bis vor die Tür gerodet. Und da gibt es keine Entschädigung. Diese Menschen werden am Ende in den Slums landen. Und dieses System hat meiner Meinung nach, weil von wo sind die Effekte, noch mal mehr Drive bekommen, weil alle schon als Großgrundbesitzer in die Zukunft schon sagen, okay, wir ernähren die Welt, Brasilien werden die Türen geöffnet und man schaut schon, und Sie haben das eben, Herr Scherer, auch sehr deutlich gesagt, man schaut jetzt nicht nur 5 Jahre voraus, man schaut 20 Jahre voraus. Wir werden 9 Milliarden Menschen und die Brasilianer fühlen sich selbst als diejenigen, die in Zukunft die Welt ernähren. Ja, ich will gar nicht mehr so viel sagen. Eins noch, und das sehr deutlich. Wir müssen dieses Abkommen im Zusammenhang mit anderen Abkommen sehen, mit den USA über 35.000 Tonnen Rindfleisch, mit Kanada 50.000 Tonnen Rindfleisch, mit Mexiko 40.000 Tonnen Rindfleisch und mit den geplanten Abkommen mit Neuseeland und Australien. Das heißt, dieses Abkommen steht nicht allein, sondern es wird den Druck für Importe nach Europa noch weiter verstärken. Deshalb müssen wir, um noch mal sehr deutlich zu sagen, diese ganze Handelspolitik der Europäischen Union hinterfragen. Und die Sonntagsreden von wegen, wir halten Klimaschutzabkommen ein, wir kümmern uns um Biodiversität, sind nichts wert, wenn sie am Ende nicht in den Handelsabkommen so festgehalten sind, dass sie auch sanktionsbewehrt sind. Und genau das jetzige Abkommen, Mercosur-Abkommen, ist genau das Gegenteil. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Martin Häusling. Es gibt ein Buch von einem österreichischen Politikwissenschaftler, Blüdern, das heißt Die simulative Demokratie, warum wir eine nicht nachhaltige Gesellschaft sind. Und der Vortrag war die Illustration dieser politikwissenschaftlichen These. Wir müssen was dagegen tun. Wir gucken jetzt noch mal weiter auf die Landwirtschaft in Deutschland und vor allen Dingen auf die Weidehalter, wie sich das auswirken kann. Denn für die Weidehalter und auch die Milchproduzenten, die ja auch Rindfleisch produzieren und verkaufen, kam Mercosur, diese fortschrittende Handel, zeitgleich mit einer Verschärfung der Düngeverordnung, die dringend nötig ist, aber für manche das Wirtschaften komplizierter macht, sodass da mehrere Sachen auf sie einprasseln. Und viele Landwirte dachten, ja, jetzt sind wir die Sündenböcke
für eine Autoindustrie, die nicht zum Klimaschutz beiträgt. In dieser Situation ist die Lage ganz schwierig für die Landwirte, aber die neue Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium von Brandenburg, Agrarwissenschaftlerin mit ganz viel Expertise in einer Transformation zu einer besseren Landwirtschaft, die hat sich das angeguckt, das Ankommen, sagt, wie ist es nun, wie wirkt sich das aus auf die Weidehalter, was müssen die jetzt tun? Silvia Bender, herzlich willkommen, Staatssekretärin aus Brandenburg. Ja, vielen Dank. Ich möchte anfangen damit, dass tatsächlich das, was Mercosur verursacht in dieser jetzigen Situation, eigentlich vor allem ein fataler Verlust in Vertrauen, Politikvertrauen der Landwirtschaft ist. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich das Vertrauen der Landwirtschaft in die Politik mehr als dringend benötigen. Denn wir können die großen Herausforderungen, die wir haben, Klimaschutz, der Schutz der biologischen Vielfalt, nur der Schutz unseres Grundwassers. Wir können das nur gemeinsam mit der Landwirtschaft lösen. Das heißt, als Politik müssen wir uns auf den Weg machen. Wir müssen die Landwirte mitnehmen, damit sie eben eine Politik im Sinne des Schutzes der Ressourcen mit uns zusammen gehen, den Weg gehen, ihre Produktion umstellen. Und genau in diesem, da setzt ja auch zum Beispiel die Düngeverordnung an, dass wir sagen, wir brauchen mehr Schutz für unser Grundwasser. Das heißt, ihr müsst eure Bewirtschaftung ändern. Es ist höchste Zeit. Wir unterstützen euch dabei und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und genau in diesem Zeitpunkt kommt das Mercosur-Abkommen. Und die Landwirte, die im Moment zu Recht auf die Straße gehen, weil sie sich überfordert fühlen von den gesellschaftlichen Ansprüchen, weil sie das Gefühl haben, sie werden da nicht richtig mit eingebunden. Man hilft ihnen immer mehr über und schaut trotzdem nicht, dass sie am Ende ein gutes Einkommen haben. Die sehen sich halt eben durch dieses Mercosur-Abkommen im Grunde genommen verarscht, weil sie eben genau das fühlen, was hier schon mehrmals angesprochen worden ist, dass sie unter die Räder der Autoindustrie und von anderen Industriezweigen kommen. Von daher ist das, glaube ich, erstmal das größte Problem an Mercosur, weil die konkreten Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die müssen wir sicherlich auch werden wir dann auch sehen, wenn das Abkommen wirklich in Kraft treten sollte, was ich nicht hoffe. Aber im Moment haben wir das Problem, dass dieses Abkommen vor allem die inkonsistente Agrarpolitik zeigt und dass es den Landwirten eben nicht den Mut gibt, das Vertrauen zu haben, dass wenn Politik sagt, wir gehen gemeinsam mit euch einen Weg zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft, dass das wirklich ein Weg ist, der trägt. Aber der zweite Punkt ist an dem Abkommen, dass es eben genau die Märkte trifft, die wir gerade versuchen aufzubauen, um höhere Wertschöpfung auf die Betriebe zu bekommen. Und das ist ein wichtiger Weg, weil Martin Häusling sprach es ja schon an, wenn wir uns die Größenverhältnisse angucken von Landwirtschaft in Brasilien und Landwirtschaft in Europa, dann müssen wir hier gar nicht von industriellen Strukturen anfangen. Wir haben den Weg zu einer Intensivierung und auch einer Industrialisierung in der Landwirtschaft in Europa, aber wenn wir das vergleichen mit dem, was in Brasilien passiert, ist das eine komplett andere Dimension. Das heißt, wenn wir die Landwirtschaft stärken wollen in Europa und auch eine nachhaltige Bewirtschaftung flächendeckend bewerkstelligen wollen, dann müssen wir für die heimische Landwirtschaft Qualitätsmärkte entwickeln. Und wir haben es von Herrn Scherer gehört, gerade diese Qualitätsmärkte, die wir anfangen zu entwickeln, leiden am meisten unter dem Mercosur-Abkommen. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Das eine Beispiel war die Weidehaltung. Wir bauen, glaube ich, also alle Bundesländer, auch Brandenburg, gehen verstärkt in die Förderung der Weidetierhaltung, weil die Weidetierhaltung tierschutzgerecht ist, weil sie für die Biodiversität ganz hohe Beiträge leistet, weil sie klimagerecht ist, weil sie eigentlich eine Haltungsform darstellt, die der Verbraucher möchte. Und wenn gerade diese jetzt neu anfangenden Wertschöpfungsketten dadurch gestört werden, dass von außen billigeres Fleisch reinkommt, was leider auch noch bei vielen Verbrauchern einen ganz hohen Qualitäts,
Merkmal darstellt, weil nämlich Rindfleisch aus Südamerika hat für viele Verbraucherinnen und Verbraucher immer noch eher ein Qualitätssiegel oder ist eine besondere Qualität und nicht etwa was, was für den Klimawandel verantwortlich ist. Dann zerstört es gerade die Märkte, die wir mit einerseits Fördergeld, mit viel Engagement von Seiten der Landwirte und mit den Gesprächen in der gesamten Wertschöpfungskette aufbauen, und das ist schlecht. Ich möchte aber auch noch auf einen zweiten Qualitätsmarkt blicken, und das ist der Markt für Produkte ohne Gentechnik. Wir haben es eben ja gehört, das Vorsorgeprinzip soll in das Nachhaltigkeitskapitel verschoben werden, und das gilt eben auch für den Bereich der Importe von Agrogentechnik. Es gibt natürlich ein hohes Bestreben der Südamerikaner, dass die europäische Regelung für die Agrogentechnik nicht so bleibt, wie sie ist. Und dieses Bestreben gibt es ja inzwischen leider auch von unserer Bundesministerin Klöckner, von der Agrarindustrie in Europa und von anderen Stakeholdern. Das heißt, diese Gentechnikregelung ist absolut unter Beschuss und wird durch solche Abkommen weiter unter Beschuss geraten. Und wir haben auf der anderen Seite einen Markt, nämlich den Markt für Lebensmittel ohne Gentechnik, der boomt. 2018 ist der Markt um 41% gewachsen. Mit Lebensmittel mit der Kennzeichnung ohne Gentechnik werden 10 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt. Das heißt, das ist ein Markt, der ausschließlich eigentlich heimischen Erzeugern zur Verfügung steht, weil nur Europa kann diese Gentechnikfreiheit garantieren. Und es ist ein Markt, wo sich viele, sowohl Verarbeiter als auch Betriebe, auf den Weg gemacht haben, um diesen zu erfüllen. Und auch der wird und mit dem neuen Abkommen absolut unter Beschuss geraten. Das heißt, all das, was wir versuchen, um die Landwirtschaft zu ändern und um eine bessere Verknüpfung zwischen Erzeugern, Verarbeitern und Verbrauchern hinzubekommen, gerät mit diesem Abkommen in Gefahr. Und deswegen ist das Abkommen der falsche Weg. Aber es ist jetzt auch an verschiedenen Stellen schon angesprochen worden, es ist gut, dass die Landwirte das so klar auch kritisieren und sagen, wir wollen dieses Abkommen nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass die Landwirtschaft das eben bei jedem Abkommen so sieht. Und sich jetzt auch bei diesem Abkommen nicht nur auf die Kritik zum Rindfleischmarkt beschränkt, sondern eben auch kritisiert, dass Märkte eröffnet werden, wo wir Milchüberschüsse und Milchpulver hinliefern können. Zum Beispiel hat der Deutsche Bauernverband bei JEFTA, dem Abkommen mit Japan, gejubelt, weil es ein Absatzweg für unser Milchpulver ist. Und dort in Japan, die bislang noch eine sehr gute regionale Milchverarbeitung hatten, werden diese Strukturen jetzt zerstört. Ich habe auch vom Deutschen Bauernverband noch keine Kritik daran gehört, dass auch die Quoten für Milchpulver zum Beispiel Richtung Mercosur erhöht werden sollen. Das heißt, wir müssen uns ehrlich machen. Wenn wir sagen, die Zukunft der Landwirtschaft liegt in regionaler Wertschöpfung und in kurzen Transportwegen, dann muss das in alle Richtungen gelten. Und deswegen, Martin Häusling hatte es schon gesagt, auch Herr Scherer hatte es angesprochen, brauchen wir eine Diskussion über Handelspolitik in Gänze. Und ja, soweit erstmal von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank, Frau Bender. Ich glaube, es ist klar, diese Veranstaltung kann nur der Auftakt sein für die große handelspolitische Diskussion. Kommen Sie alle mit zum GFFA und diskutieren Sie heute dort mit, wenn Vertreter der WTO Ihre Vorstellung vorstellen. Und bringen Sie sich bitte dort ein, das wäre vielleicht der Auftakt. Wir hören jetzt vom Vorsitzenden des Bundes für ökologische Lebensmittelwirtschaft, von Dr. Felix Prinz, zu Löwenstein, wie eine enkeltaugliche Landwirtschaft denn aussehen kann, wenn sie dies nicht ist, und wie sich das im Mercosur-Abkommen widerspiegeln sollte. Herr Löwenstern, Sie haben das Wort. Danke sehr. Guten Morgen. Der Hauptgrund, warum Märkte nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten, liegt darin, dass die Instrumente, die Märkte brauchen, um gelenkt zu werden, lügen. Das sind die Preise.
Wenn wir all die Kosten, die wir verursachen bei der Produktion für die Umwelt, für im Sozialen nicht einpreisen in die Produkte, dann funktionieren Preise nicht als Marktlenkungsinstrumente und Märkte versagen. Und das ist das Hauptproblem mit globalem Handel. Wenn im globalen Handel auf der Welt immer derjenige die besten Chancen hat, dem es am besten gelingt, die Kosten seiner Produktion auf der Allgemeinheit abzuladen, dann ist das nicht nur ein unfairer Wettbewerb, sondern es führt dazu, dass alle gezwungen werden, immer weiter sich in diese Richtung zu bewegen. Race to the bottom ist das Fachwort dafür. Infolgedessen ist die Frage, wie es gelingt, dafür zu sorgen, dass Preise die Wahrheit sprechen, sozusagen der Prüfstein dafür, ob internationaler Handel und internationale Handelsabkommen gelingen können. Das setzt aber voraus, dass man Standards setzt zum Beispiel, dass man Anforderungen stellt, dass man fiskalische Instrumente einsetzt, um dieses Einpreisen externer Kosten vorzunehmen. Der Grund, warum das in der Regel nicht passiert, ist, weil wenn man umgeben ist von Volkswirtschaften, in denen dieselben Regelungen nicht gelten, unterlaufen wird. Dann kommt halt von außen das rein, was billiger ist, weil dort die Kosten externalisiert worden sind. Und dann kann man sich sparen, selber solche Regelungen zu treffen, weil sie werden zu nichts anderem führen, als dass die Produktion, die man enkeltauglicher machen wollte, um dieses Wort aufzugreifen, dass die dann nicht stattfindet und die Produktion findet woanders statt. Wenn man als Biovertreter sich hinstellen würde und behaupten, man sollte den globalen Handel einstellen, das wäre sehr, sehr unglaubwürdig, weil wir handeln ja unsere Produkte weltweit, sondern wir müssen dafür eintreten, dass dieser globale Handel eben so fair gemacht wird, dass dieses Einpreisen externer Kosten möglich wird. Und da liegt das ganze Problem. Wenn man fragt, wo wird in einem Abkommen wie TTIP, als das noch diskutiert wurde, in CETA oder jetzt im Mercosur, wo wird denn das geregelt, die Möglichkeit, Standards zu setzen? Dann wird man auf dieses Nachhaltigkeitskapitel verwiesen und in dieses Nachhaltigkeitskapitel steht unglaublich positiv, unglaublich vollständig alles drin, was drinstehen muss. Das Einzige, was halt nicht drinsteht, ist Verbindlichkeit. Und genau darauf käme es ja an. Es käme darauf an, dass ich in der Lage wäre, einen Standard in einem Wirtschaftsraum zu setzen und zu sagen, wenn du aus deinem Wirtschaftsraum in meinen importieren willst, dann musst du entweder die gleichen Standards einhalten und das nachweisen, oder aber ich muss das Recht haben zu sagen, an der Grenze wird der Kostenunterschied, den du dir unfairerweise hier verschafft hast, durch das Externalisieren von Kosten, der wird abgeschöpft. Dafür gibt es Instrumente und es ist überhaupt nicht so, als ob die WTO-Verträge sowas unmöglich machen würden. Ganz im Gegenteil, da steht sogar explizit drin, dass genau das im Blick auf Umweltziele möglich wäre. Und ich finde es sehr spannend, dass im Moment in der Diskussion um den Green Deal in Europa ja genau dieses Instrument auch von der Kommissionspräsidentin ins Spiel gebracht worden ist. Da sollten wir sie unbedingt beim Wort nehmen. Also wenn ich das im Zusammenhang mit CO2-Belastung, also mit Kosten für CO2-Produktion, Belastung von Produkten machen kann, dass ich sage, wenn Produkte da reinkommen sollen, die diese Kostenbelastung nicht haben, kann ich den Unterschied abschöpfen, dann kann ich das überall woanders auch. Und in dem Moment, wo ich das machen würde, wäre das erreicht, was ich angesprochen habe, nämlich die Möglichkeit, dass man Regelungen überhaupt trifft. Und das Zweite, wenn man diskutiert diese Handelsabkommen, dann wird einem immer gesagt, schaut, wir sehen ja vor, dass jeder seine Standards setzen darf. Right to regulate heißt das dann. Aber es ist Unsinn, wenn man nicht gleichzeitig die Möglichkeit dieses Grenzausgleiches schafft. Denn ich kann doch nicht sagen, so, jetzt haben wir ja das Abkommen gemacht und ab dann kann auch jeder seine Standards verschärfen. Ja, wie soll denn einer seine Standards verschärfen, wenn gleichzeitig die Möglichkeit nicht besteht, dann sich zu schützen vor den nicht verschärften Standards im jeweiligen Partnerraum? Also diese Voraussetzung ist unabdingbar dafür, dass Handelsabkommen funktionieren können und dass Handelsabkommen fair sind. Und ich war vor nicht langer Zeit hier in Berlin bei einer Veranstaltung zum Mercosur-Abkommen und habe dann einen Vertreter der Europäischen Kommission, der da war, gefragt, wie wird denn das geregelt? Er sagte, nein, das haben Sie ganz falsch verstanden. Natürlich darf jeder seine Qualitätsstandards setzen. Mir ist dann erst im Laufe des Gesprächs klar geworden, der redet ausschließlich über Hygienestandards.
für den war überhaupt nicht vorstellbar, dass das, worüber wir hier reden, viel mehr zur Qualität eines Produktes dazu gehört, als die Frage, wie keimfrei es denn ist. Und wenn wir das schaffen, dass wir in diesen Handelsabkommen genau diese Möglichkeit vorsehen, dass wir tatsächlich uns das Recht vorbehalten, zu regulieren und den anderen das Recht zugestehen, zu regulieren, das ist ja immer in beide Richtungen. Ab dann können wir sehr entspannt beginnen, den Welthandel mit den Leitplanken zu versehen, die wir brauchen, damit er fair wird. Herzlichen Dank, Herr Löwenstein. Dann machen wir das jetzt. Gestern auf der GFFH hat ein Schweizer Welthandelsjurist darüber gesprochen, Thomas Coffier, dass es genau diese Möglichkeiten gibt und dass die eben nicht nur für Hygienestandards und phytosanitäre und so weiter, die Sachen, die schon lange besprochen werden, sondern eben auch für diese Produkt- und Prozessmechanismen gelten soll. Also PPM heißt das dann in diesem Handelsdeutsch. Und er sagt, da ist ein größerer Spielraum. Wir müssen nur endlich anfangen, politisch durchzusetzen, dass wir den auch nutzen. Also insofern müssen wir diese Chance ergreifen, um endlich anzufangen, ein bisschen Fairness in den Bedingungen zu schaffen. Wir gucken jetzt aber nochmal nach Südamerika, wo wir ja, ganz kurz haben wir es gehört, die Indigenen spielen keine Rolle. Sie gibt es noch, sie leben dort, sie haben auf wenig Land eine hohe Wertschöpfung. Aber die Böll-Stiftung hat ja ganz viele Auslandsbüros in Südamerika und ja, vor allen Dingen nicht mehr, nur zwei. Okay, genau. Auf jeden Fall sind Sie präsent und ich habe von Ihnen viele Texte gelesen und erfahren, dass Sie dort recherchiert haben und Sie haben jahrzehntelange Erfahrung über genau diese Frage, wie wirkt sich internationale Umweltpolitik und Handelspolitik auch auf über das Zusammenspiel von Wirtschaft und Entwicklungsfragen dort, wo ganz zarte Produkte entstehen. Das hören wir jetzt vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Barbara Unmüßig. Kein Problem. Ja, danke schön, Frau Busse. Ich mache jetzt hier nichts anderes als Erwartungsmanagement. Wir hätten gerne viele Büros in Lateinamerika. Wir haben in Kolumbien ein Büro, in Brasilien und ein Büro in Chile, das gleichzeitig auch in Argentinien und auch in Uruguay und Paraguay versucht, doch zumindest mit kritischer Zivilgesellschaft, mit Menschenrechtsorganisationen zu arbeiten und eben auch mit solchen, die an einer nachhaltigen Zukunft oder enkeltauglichen Landwirtschaft Interesse haben. Wir bauen insgesamt im Moment die Arbeit zum Thema Landwirtschaft in Lateinamerika aus. Unter anderem auch sind wir eine Organisation, die neben der Kritik, wie zum Beispiel am EU-Mercosur-Abkommen, vor allem natürlich auch Anreize geben will, was denn die Alternativen dazu sind. Also wir arbeiten im Moment zum Beispiel daran, die Netzwerke zu stärken, die sich für Agrarökologie in Lateinamerika einsetzen, weil wir ja nicht nur mit dem Elend der Monokulturen und der Zerstörung von Ökosystemen alleine nicht leben wollen und können, sondern eben auch Alternativen anbieten wollen. Ich schlage jetzt hier noch mal einen kleinen Bogen, das kann ich ja nur kurz machen, auch zur Menschenrechtssituation. Ich weiß nicht, ob Sie die Organisation Global Witness kennen. Das ist eine Organisation, die global jährlich erhebt, wie nicht nur Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger, sondern eben gerade auch Umweltaktivistinnen und Aktivisten nicht nur von Repression bedroht sind, sondern eben auch durch Morde. Und hier müssen wir sagen, spielt Lateinamerika eine sehr traurige Rolle. 2018 kamen die Hälfte der 163 weltweit getöteten Umweltaktivistinnen aus Lateinamerika. Kolumbien stellt hier die höchste Zahl und Brasilien folgt sofort darauf. Und das macht deutlich, dass diejenigen, die für den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen kämpfen, nicht nur von Repression betroffen sind, sondern von ihrem Leben bedroht sind. Sie kennen einige Ikoninnen und Ikonen des Widerstandes, wie Frau Cáceres, die im Kampf gegen einen Staudamm ermordet wurde. Das kommt dann auch hier mal durch. Aber de facto, und das ist eben auch die
die Wirklichkeit. Unter Bolsonaro sind Umweltkritiker, Umweltaktivistinnen massiv in ihrem Leben bedroht. Global Witness geht davon aus, dass in Brasilien die Raten getöteter Aktivistinnen und Aktivisten vor allem auch im Landsektor noch mal dramatisch nach oben gehen. Und insgesamt, das wissen Sie, hat Bolsonaro den Indigenen, der kritischen emanzipierten Zivilgesellschaft den Kampf angesagt. Er gewährt Verbrecherinnen und Verbrechern Straflosigkeit und Immunität. Straflosigkeit ist ohnehin eines der großen Probleme Lateinamerikas. Es gibt kaum Rechtsstaatlichkeit, die dann eben auch den Betroffenen hilft, dass sie ihre Fälle verhandeln können. Straflosigkeit ist das Mantra von Bolsonaro, und er gibt ja mehr oder weniger auch den Großgrundbesitzern sowas wie einen Freibrief, dass sie bewaffnet mit bewaffneter Gewalt gegen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und auch vor allem gegen die Indigenen und auch gegen die Quilombolas, das sind diejenigen Schwarzen, von denen hier schon die Rede war, wird eben mit aller Gewalt vorgegangen. Was die Fortsetzung einer Agenda wie das Mercosur-Abkommen ist mehr oder weniger eine Kampfansage an diejenigen, die sich gegen dieses Agrobusiness wehren, und für sie selber eine tödliche Mischung, weil eben Kritik unterdrückt und nicht erlaubt ist und Macht in Frage zu stellen ein Angriff bedeutet für diejenigen, die ihre Interessen verteidigen. Das EU-Mercosur-Handelsabkommen setzt definitiv einen gefährlichen Trend fort, nämlich der weltweite Hunger nach billigem Fleisch. Wir alle wissen, dass dieser Hunger nach billigem Fleisch Kettenreaktionen auslöst von Rodungen, Monokulturen und vor allem auch einem hohen Chemieeinsatz. Und wir haben es gehört, in diesem Abkommen gibt es eben nur windelweiche, auf Freiwilligkeit basierende Ansätze zum Umweltschutz und Wahrung der Menschenrechte. Sie sind nicht verbindlich, sie sind nicht sanktionsbewährt, sie müssen nicht eingehalten werden. Von daher ist es eine Verheerung aus meiner Sicht, dass ausgerechnet dieses Abkommen eine Regierung legitimiert, die Menschenrechte mit Füßen tritt. Und leider tut das die EU in großem Umfang. Ich selbst war auch im Juni in Brasilien, und da habe ich folgende Geschichte gehört. Ja, die Reputation dieser Bolsonaro-Regierung, der Menschenrechtsrekord dieser Regierung, die Art und Weise, wie Umweltgesetzgebung abgebaut wird, wie Umweltbehörden, die Indianerbehörde abgewickelt werden, das kann uns international sehr wohl schaden. Also die Regierung hat schon Angst vor einem Reputationsverlust wegen der schlechten Nachrichten, die aus Brasilien kommen, hat Angst vor einem Reputationsverlust, erst recht auch noch mal nach dem Flammeninferno in Amazonien. Und von daher hat die exportorientierte Landwirtschaft in Brasilien sehr wohl begonnen, auch regierungsintern die Regierung zu kritisieren, weil sie eben Angst hatte, dass die öffentliche globale Kritik vielleicht auch in Boykotts enden könnten gegenüber brasilianischen Produkten. Und eine der Oberprotagonistinnen, die sich vor allem für die Exportlandwirtschaft einsetzt, die eben extraktivistisch ist, die auf Rohstoffen basiert und nicht auf Verarbeitung. Deren Protagonistin ist die Agrarministerin, die eben diese Woche bei der Grünen Woche gesprochen hat. Und genau dieser Frau gibt man auch mit BMZ-Mitteln extra Geld, damit sie mehr oder weniger weiter auch mit Mitteln ausgestattet ist, um dieser exportorientierten Landwirtschaft die Stange zu halten. Ihr Argument, das Argument der Agrarministerin ist, und da komme ich dann auch zu einem anderen Aspekt noch, ist, ja, ich bin gar nicht dafür, dass wir, ich bin sehr bereit dazu, darüber zu sprechen, dass wir nicht weiter roden. Aber wir müssen intensivieren auf den Flächen, die wir haben. Und diese Intensivierung der Flächen, die schon abgeholzt sind, bedeutet mehr Düngemittel, mehr Pestizideinsatz.
Und das findet unter anderem auch die deutsche Botschaft in Brasilien ganz okay. Intensivierung der Flächen, die schon gerodet sind. Und da bin ich noch mal bei einem Aspekt des EU-Mercosur-Abkommens. Zollabsenkung, eines der Ziele dieses Abkommens, ja, der gilt auch für Pestizide. Von einem jetzigen Zollsatz von 14% soll der Zinssatz für importierte Pestizide in den Mercosur auf 0 gesenkt werden. Ja, wer profitiert davon? Auch das wieder Absicherung der Interessen hiesiger Exporteure. Natürlich Bayer und BASF. Sie sind Weltmarktführer in der Pestizidproduktion. Und wir haben heute schon 25% der importierten Pestizide in den Mercosur kommen aus Europa. Und Brasilien ist eben der größte Importeur von Pestiziden weltweit. Das muss man sich einfach auch noch mal verdeutlichen im Rahmen, wie hilfreich dieses EU-Mercosur-Abkommen ist. Brasilien setzt in großem Umfang das Totalherbizid Glyphosat ein. Sie wissen, dass dieses Totalherbizid alle Futterpflanzen der Insekten tötet. Und mehr als 33% der in Brasilien eingesetzten Pestizide sind hochtoxisch für Bienen zum Beispiel. Wir haben sehr viele, auch Brasilien-spezifische Zahlen in unserem Insektenatlas, den ich Ihnen noch mal sehr zum Lesen empfehlen möchte, weil wir eben auch sagen, Martin Häusling hat es erwähnt, dass es nicht sein kann, wirklich nicht sein kann, dass wir in großem Umfang in Europa, in der EU verbotene Pestizide, Wirkstoffe in Pestizide, Wirkstoffe in Pestiziden exportieren nach Kenia, nach Brasilien. Alleine in Brasilien, so hat Bayer bei der Jahreshauptversammlung 2019 zugegeben, alleine in Brasilien werden 12 Wirkstoffe vertrieben, die in der EU nicht mehr erlaubt sind. Ich kann mich nur allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. Dieses jetzige Mercosur-Abkommen muss weg. Wir brauchen insgesamt eine Neuüberdenkung von Handelsabkommen, wenn wir Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und Menschenrechte ernst nehmen. Und von daher danke für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Barbara Unmussig, für die klaren Worte. Und das ist auch unsere Aufgabe, denn wir Journalisten und NGOs hier arbeiten nicht unter Lebensgefahr. Und deshalb müssen wir, glaube ich, die unterstützen, die das in Brasilien sehr viel mutiger noch tun. Wir haben noch abschließende Worte, bevor wir gleich diskutieren. Uns schrumpft die Zeit davon, aber ich glaube, wir müssen bis morgen weiter diskutieren, um zu gucken, was machen wir nun daraus. Aber wir haben abschließende Worte, eine Perspektive aus Brasilien, und zwar von einem Agrartechniker, der Philosophie, Psychologie und Soziologie studiert hat und dann irgendwann gemerkt hat, hier mit dieser Art der Landwirtschaft geht irgendwas ganz in eine falsche Richtung. Er ist dann als Stipendiat nach Deutschland gekommen, hat an der Uni Osnabrück promoviert als Stipendiat für Brot für die Welt. Und er hat sich, glaube ich, auf beiden Seiten des Atlantiks zu einem der bekanntesten Gentechnikkritiker entwickelt. Heute ist er Vizepräsident der Universidad Federal da Fronteira do Sul. Das ist so ein bisschen vielleicht das Witzenhausen Brasiliens, kann man das so sagen? Ein bisschen größer, aber Brasilien ist ja auch größer als Deutschland. Bitte Professor Dr. Antonio Andreoli. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Morgen. Ich bin leider kein Vizepräsident mehr. Bolsonaro hat den ernannt, der am wenigsten Stimmen im Wahlkampf zum Rektorat hatte. Ich weiß auch, was es bedeutet, was ich hier sage, denn das Rektorat hat mir gestern schon darum gebeten, was ich da so mache in Berlin. Also die Bilder sind schon in Brasilien angekommen von gestern. Was ich aber schon sofort deshalb sagen möchte, allein deshalb sollte man nie mit so einer Regierung ein Freihandelsabkommen abschließen. Das ist schon das Zeichen, dass man Menschenrechte nur schön in den
Text reinschreibt, und das klingt mir so immer in Brasilien, also unsere Verfassung ist ja auch nicht so schlecht geschrieben, aber immer wenn es um die Umsetzung geht, dann ist nichts da. Und genau deshalb gefällt es auch der brasilianischen Regierung so toll, dass man sagt, na ja, dann bleibt der Bolsonaro wieder im Pariser Abkommen. Was tut er aber dann? Und was passiert ihm dann, wenn er nichts tut, was da drin steht? Und genau das hat er ja vor und das sagt er auch noch. Und so offensichtlich, wie noch keine brasilianischen Präsidenten es sagen konnte. Er kann es auch sagen, weil er eine riesige Unterstützung von denen hat, die wir vorher immer sagten, das sind Großgrundbesitzer, die Druck auf eine Regierung machen. Danach waren es Großgrundbesitzer, die in der Regierung waren. Jetzt sind es die Großgrundbesitzer, die die Regierung sind. Und dann kann man mit denen nicht so tun, als ob das wären jetzt Kleinbauern, denen man schönen Räumen schaffen kann, damit sie hier mit den Produkten besser bewirtschaften können. Also ich erinnere mich noch sehr schön an das Gespräch Herrn Felix zu Löwenstein. Wir könnten in Brasilien auch ein Wissenszentrum aufbauen, ein Kompetenzzentrum für Kleinbauern zur Förderung der Agrarökologie. Da könnte man mit 40 Millionen Euro ganz viel machen. Und das hatte Gerd Müller bestimmt auch gesehen, als er da war im September, während der Amazonasbrände. Der kann nichts so tun, als ob er es nicht wüsste. Und er kann auch nichts so tun, als ob er nicht das weiß, was wir hier sagen, denn er schreibt es ja auch. Und das ist ganz schlimm. Das ist so schlimm, dass wir derzeit sagen müssen, es wird ein Abkommen abgeschlossen, was genau das widerspricht, was die Menschen hier in Europa in den letzten Jahrzehnten wollen. Wenn man in Genf, das muss ich mir mal vorstellen, ich habe die Regierung Lula verklagt, ne? 2009 in Genf, weil sie das Recht auf Nahrung und indigenen Völker Amazonas nicht eingehalten hat. Was soll ich jetzt sagen? Also das war schon schlimm genug damals mit Belo Monte und mit diesen ganzen Staudämmen, mit der ganzen indigenen Politik. Jetzt kommt es mit Zwangsräumungen. Wir haben mit Mörder zu tun. Die Lage ist so ernst, dass Larissa, meine Kollegin aus der USP, die den Atlas der Agrargifte Brasiliens in Bezug auf EU in Brüssel vorgestellt hat, die hat Schwierigkeiten zurückzukommen. Ich weiß auch nicht, wie es mir gehen wird. Also so ist die Lage in Brasilien. In Argentinien weiß ich nicht, ob es besser wird, aber mit Macri war es auch nicht so anders. In Paraguay noch schlimmer und in Uruguay wird es jetzt auch schlimm. Also das sind die vier Länder, die bereit sind, die Produkte hier zu verkaufen, die man schon seit langem weiß, was sie hier ausrichten. Was heißt das Zuckerrohr? Und dann kann man nicht so tun, dass man in 5 Jahren da mehr Düngung reinbringt und dann wird es wieder produzieren auf denselben abgerodeten Flächen. Das geht gar nicht technisch. Nach 5 Jahren geht da gar nichts mehr. Da haben wir eine Wüste. So ist es mit dem Zuckerrohranbau, Viehzucht und dann kommt die Soja. Und dann ist Ende. Und dann was will man machen? Da kann man düngen. Da kann man schön noch Chemikalien verkaufen. Das nutzt dann wieder großen Konzernen, dass man die einsetzt. Aber das nutzt für den Boden nichts mehr und für die ganze Biodiversität auch nicht mehr. Also wir brauchen nicht noch 50 Millionen Hektar an Soja, bitte. Wir haben schon 35 Millionen. Wenn wir weniger Soja produzieren, produzieren wir mehr Schwarzbohnen, Weizen, Reis und Maniok. Und genau das produzieren wir jetzt weniger. Weil es diese besonderen Märkte hier gibt, weil es keine Pflanze auf der Welt gibt, die 55% Eiweiß hat und die so billig ist wie in Brasilien. Es gibt keine Soja auf dem Markt für 377 US-Dollar die Tonne. Das gibt es nur in Brasilien. Und warum gibt es das in Brasilien? Weil man die Kosten der Umwelt und die sozialen Kosten externalisiert. Was zahlt die brasilianische Regierung jedes Jahr, nur um die Menschen zu behandeln, die vergiftet werden? Weil man 5-mal mehr Grenzwerte bei Rückständen im Wasser von Glyphosat hat als in der EU. Und dann importiert man das. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste mit dem Glyphosat. Mit dem 2,4-D, mit dem Atrazin, mit Paraquat, mit Dicamba und alles, was dazukommt. Und was machen wir dann, wenn die hier ankommen? Ist das das gesunde Fleisch?
Weil die Sojamittel, das Futtermittel aus Soja, wird ja auch den brasilianischen Geflügel und Schweine und Rinder gefüttert. Und da gibt es auch so wieder ein Schlupfloch in Europa. Und da könnte man auch was tun, habe ich gestern schon gesagt. Man darf doch nicht mehr zulassen, dass Tierprodukte in Europa nicht gekennzeichnet werden. Wenn sie aus Tierproduktion kommen, die gentechnisch veränderte Pflanzen benutzt haben. Das weiß, wissen wir auch, dass da mehr Pestizid drin ist. Also da kann man doch was tun. Ich habe jetzt schon ein Kompetenzzentrum vorgeschlagen. Toll, wir haben ja auch eine Uni aufgebaut, die jetzt abgebaut wird. Nach 10 Jahren. Aber wir werden es wieder aufbauen. Wann, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie lange das alles noch geht. Ich gehe schon mal davon aus, dass es lange dauern wird. Wenn es schon mal lange dauern wird, dann hoffe ich doch, dass man aus Europa den Druck hier auch erhöhen kann. Und nicht so einfach tut, wie die brasilianische deutsche Wirtschaft. Ich sage brasilianisch-deutsch, ich weiß gar nicht, wie brasilianisch und deutsch sie ist inzwischen. Ich weiß auch nicht, wie weit Monsanto oder Bayer jetzt deutsch sind. Ne? Aber die brasilianische, also die deutsche Industrie in Brasilien freut sich über das erste Jahr Bolsonaros. Das finde ich auch ganz schlimm. Wie kann man sich darüber freuen? Wie kann man sich über so eine Regierung freuen, die genau das abbaut, was man hier aufbauen möchte? Wenigstens wird es hier so gesagt. Also noch nicht mal die Mindeststandards eines sozialen, umweltverträglichen sozialen Marktwirtschaft. Also ich habe es hier gelernt. Ich hoffe, und das ist auch mein Appell hier, ich werde es morgen auch den Bauern sagen, die auf die Straße gehen, den Studenten, den Jugendlichen, die sich eine andere Welt vorstellen. Wir haben noch die Chance, was zu tun. Wir können nicht so einfach sagen, die nächste Generation tut es, weil vielleicht bleibt dann nichts mehr was übrig, was zu ändern. Also wir müssen noch viel tun. Und deswegen bin ich auch hier. Vielen Dank. Antonio Andreoli, ich glaube, alle im Saal hätten Ihnen noch eine Stunde zugehört und wir haben alle verstanden, dass wir mehr tun müssen, als wir im Moment tun, wo wir denken, ach, es sollte nicht sein und vielleicht so ein bisschen resignieren. Das dürfen wir nicht tun, wenn viele mutige Menschen in Brasilien weiter Widerstand leisten. Ich bitte jetzt für eine Diskussion, die eigentlich auch viel länger noch dauern müsste, als die Zeitpläne aller von Ihnen wahrscheinlich heute sind, bitte ich noch einmal unsere vielen verschiedenen Perspektiven nach vorne. Einmal Professor Scherrer, Martin Häusling, Silvia Bender, Felix Löwenstein und Barbara Unmüßig. Bitte bevölkern Sie das Podium und dann sind Sie eingeladen, Fragen zu stellen, vielleicht Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen könnte und uns Lösungswege zu präsentieren. Sie haben freie Platzwahl bis auf diesen weißen Stuhl hier in der Mitte, der ist schon besetzt. Herzlichen Dank, dass Sie auf dem Podium sind. Sie dürfen gerne noch mal applaudieren zum Start dieser Diskussionsrunde. Bevor ich gleich ein Mikro ins Publikum gebe, würde ich Sie kurz untereinander verstehen. Wir sind eigentlich uns im Wesentlichen einig, dass das Abkommen weg muss, oder ist es sinnvoll, da nochmal wirklich nachzuverhandeln und den Weg zu gehen, den Sie ja so ein bisschen vorgezeichnet hätten, dass man sagt, muss es einfach verbindlich diese Standards machen, weil Handel nicht aufhören wird, sondern geregelt werden muss. Gibt es da eine Uneinigkeit? Soll man sagen, weg mit dem Abkommen, oder soll man sagen, wir brauchen das und machen an dem Abkommen, wie Sie vorgeschlagen hatten, Standards verbindlich nachprüfbar? Ja, bitte. Ich glaube, verstanden zu haben, dass wir eigentlich zwei verschiedene Aspekte haben. Der eine Aspekt ist das, was Professor Andreoli uns genannt hat. Die Frage, kann man überhaupt eine solche Regierung als einen Vertragspartner anerkennen, dadurch, dass man einen Vertrag mit ihr schließt? Also das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der dazu kommt. Davon abgesehen glaube ich, dass wir werden in dieser ganzen Freihandelsdiskussion nur Erfolg haben, wenn wir ein Modell hinstellen, wie ein guter Freihandel, ein fairer Freihandel ausschauen kann. Weil, also ich höre das ja bei allen raus, es gibt ja diese Vorstellung, wie das ausschauen könnte, nur die Wahrnehmung von uns draußen ist oft, das sind die Leute, die sind gegen globalen Handel.
Also ich glaube, wenn wir eine Rolle spielen wollen in dieser Diskussion, muss klar werden, wir haben eine Vorstellung davon, wie solch ein Handel organisiert werden kann, dass er allen dient und dass er nicht unsere Zukunft vernichtet. Also zweigleisig. Nein zu Bolsonaro, aber ein gutes Modell für globalen Handel mit dem Auftakt Green New Deal. Über Mercosur hinaus. Ja. Natürlich, klar. Also ein interessanter Aspekt ist ja auch von der Kommission jetzt da, ich bin im Green Deal und du hast es erwähnt, dass ja jetzt darüber nachgedacht wird, CO2-Steuern am europäischen Markt zu erheben, wenn andere nicht nach den Regeln produzieren, wie wir sie jetzt haben wollen. Und genau das müssen wir jetzt auch einfordern bei Agrarprodukten. Und Silvia hat das sehr deutlich gesagt, den Ärger, den europäische Bauern jetzt haben, ist einfach, ja, sie müssen mehr Umweltstandards erfüllen, ganz klar. Und sie sehen aber genau, dass die andere Seite es nicht erfüllt und trotzdem importieren darf. Das kann man keinem mehr erklären. Und da müssen wir wirklich an dem Punkt ändern. Ich wollte auch noch mal klar sagen, Handelspolitik ist europäisch. Ein Nationalstaat sind ja nicht mehr dafür verantwortlich. Und das Europäische Parlament muss dem zustimmen. Ich hoffe jetzt, und das ist jetzt auch eine Aufgabe, die alle hier eigentlich haben, wirklich sich mit den Europaabgeordneten auch anzulegen nach dem Motto, wie stimmt der eigentlich am Ende dann ab? Und dass sich da keiner am Ende drücken kann und sagen, na, wir verhandeln jetzt ein bisschen nach, wird nicht ausreichen. Wir müssen uns grundsätzlich in Frage stellen. Und das andere ist, meine Befürchtung ist so ein bisschen, wie es bei CETA gelaufen ist. Da haben ja noch gar nicht alle Mitgliedsländer zugestimmt. Sondern man hat die wesentlichen Teile vorläufig in Kraft gesetzt. Und das fürchte ich auch so ein bisschen bei dem Mercosur-Abkommen, wenn das jetzt eventuell dann doch durchs Parlament geht, dass dann gesagt wird, das Wesentliche setzen wir in Kraft, dann brauchen wir vielleicht Österreich dann doch nicht. Und das könnte jetzt auch so passieren. Und mein Verdacht ist, dass das zusammen mit der Bundesregierung gerade so versucht wird, es klammheimlich umzusetzen, ohne demokratische Institutionen. Ganz klare Handlungsanweisung, wann ist die kritische Zeit und welches sind die kritischen Europaparlamentarier, mit denen man darüber reden müsste, was wir gerade gehört haben? Ja, alle Konservativen, die jetzt, also alle, der Bauernverband läuft ja jetzt rum und sagt, das dürfen wir nicht haben, dieses Abkommen. Ja. Dann nehmen wir mal die Konservativen beim Wort, die jetzt im Parlament sitzen, die Vertreter von CDU und CSU. Wie halten Sie es denn dann, wenn Sie doch immer sagen, wir wollen unsere europäische Landwirtschaft stärken? Das ist genau der entspannende Punkt jetzt. Und wir haben eine Chance. Natürlich haben wir eine Chance. Das ist anders als das Abkommen mit CETA, das muss man deutlich sagen, weil da wird jetzt deutlicher, dass es tatsächlich ums Eingemachte geht. Und, aber eins muss man auch, muss ich nochmal unterstützen. Der Deutsche Bauernverband ist nach Brüssel gekommen, der macht immer so gefürchtete Frühjahrs- und morgen früh so Kaffees, wo er dann seine politischen Vorstellungen einbringt und sagt dann, eigentlich vor einem Jahr hat er noch gesagt, wir brauchen mehr Freihandelsabkommen. Mehr. Weil die europäische Landwirtschaft wird überall benachteiligt. Und vor allem müssen wir die Milch loswerden. Ja? Und jetzt kommt derselbe Bauernverband und sagt, oh, das ist aber ein ganz unfaires Abkommen. Also den Bauernverband muss man jetzt auch fordern und sagen, Leute, wir können nicht da, wo es den europäischen Landwirten gut tut, das alles bejubeln. Aber wenn es den europäischen Landwirten dann mal für die es ein schlechtes Abkommen ist, dann sagen, nee, das wollen wir nicht. Da müssen wir ganz konsequent sein. Wir müssen für eine regionale Landwirtschaft eintreten und nicht diese Exportpolitik der Europäischen Union auch weiterführen, weil das ist auch ein Grund dafür, warum es in vielen Märkten außerhalb von Brasilien sehr schlecht aussieht. Die Landwirte, die jetzt auf der Straße zwischen hier und dem GFFA sozusagen demonstrieren, bei denen gibt es jetzt gerade diese Debatte, sollen wir uns zu Preisen ordnen? Die haben gelernt, stolz zu sein, dass sie effizient und günstig produzieren können und die stellen sich jetzt die Frage, war das der richtige Weg? Ich glaube, wir müssen die als Verbündete gewinnen. Wir sollten die hier mithören lassen. Ich glaube, auf dem Podium ist ansonsten soweit Einigkeit, dass da nicht viel auf einem guten Weg ist. Und deshalb möchte ich Sie einladen. Wir geben hier ein Mikro ab. Ja, Sie nur, dürfen noch ganz ein, kurz. Ein Aspekt zu dem, was ja. Martin Häusling gerade gesagt hat, anschließend. Der einzige Grund, warum ich überhaupt mitreden kann bei dem Thema, ist, weil ich in diesem TTIP-Beirat gesessen bin damals. Wir waren zusammen da drin. Ich glaube, ich habe so einen Raum geschaut. Das sind die beiden einzigen. Da war ja auch der Deutsche Bauernverband drin gesessen. In keiner einzigen der Runden, die dort abgelaufen sind, in keiner, hat er auch nur das Wort ergriffen. Ja? Nur das nochmal zu verstärken, was Martin da gesagt hat. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt in den Dialog gehen mit Landwirten, die sich fragen, können wir stolz sein, dass wir günstig produzieren? Felix hat ein Mikrofon, dort ist ein Mikrofon und hier sind ganz viele Fragen. Wir gehen mal in Reihe 2 zu Moritz Bohr.
Ja, vielen Dank, dass ich meine Frage stellen kann. Ich habe die jetzt allgemein an alle Mitglieder, die da oben sitzen, formuliert. Meine Nachfrage bezieht sich vorrangig auf das Thema der bestehenden Rindfleischeinfuhrkontingente durch Mercosur, aber auch die USA, Kanada und Neuseeland. Laut EU-Verordnung 593 von 2013 darf bisher vorrangig Rindfleisch eingeführt werden, das aus Weidehaltung stammt. Das heißt, die Absetzer müssen auf der Weide gehalten werden, bevor sie geschlachtet werden. Das gilt nicht für Rindfleisch aus den USA, Kanada und Australien. Hier müssen die Tiere, um überhaupt eingeführt werden zu dürfen nach Europa, über 100 Tage mit 10 Kilo Schrot, Getreideschrot, Futtergetreide gefüttert werden, um überhaupt den Qualitätsstandards zur Einfuhr zu entsprechen. Das sind also bei diesen 35.000 Tonnen Rindfleisch fast 100.000 Tonnen Futtergetreide, die wir in Form von Rindfleisch importieren. Deshalb ist meine Frage, ist vielleicht das jetzt schon vereinbarte, bestehende Handelsabkommen mit den USA, Kanada und Australien für die Umwelt und für die deutschen Bauern nicht genauso gefährlich wie das vielleicht in Kraft tretende Mercosur-Abkommen? Also, naja, aus genau dem Grund brauchen wir eine Vorstellung davon, wie ein guter, fairer Welthandel ausschaut, weil er bereits es nicht ist. Ja? Also vielleicht hat sich die Frage vor 30, 40 Jahren nicht gestellt, weil ja auch die Handelsströme viel weniger waren. Wir sind jetzt einfach durch die Mengen, die gehandelt werden, weltweit immer näher aneinander gerückt. Und deswegen spielt das ja jetzt alles so eine große Rolle. Deswegen ziehen ja solche niedrigen Standards alle anderen mit runter, selbst die gerne auch auf höheren Standards arbeiten würden. Das heißt, wir müssen den Welthandel neu ordnen. Und zwar genau nach diesem Prinzip externe Kosten einpreisen dürfen. Einmal direkt dazu, Anita Edel sehe ich, die explodiert fast. Und dann nehmen wir die beiden Fragen auf der Seite. Nur zur Ergänzung, wir haben ja parallel diese beiden Kontingente, Grass-Fed-Beef und Grain-Fed-Beef. Und Grain-Fed-Beef auch sehr wohl für Argentinien, eben mit diesem unglaublichen Zusatz, dass eben eine Mindestmenge an Grain und entsprechend Feedlotzeit eben damit berücksichtigt sein muss. Und das muss uns immer klar sein, dass das eben bereits existiert. Und insofern, ne, alles, was gesagt worden ist an Standards und notwendiger Internalisierung der Kosten, muss passieren. Und das ist mir wichtig, weil ja Silvia Bender eben positiv die Weidehaltung so betont hatte und wie sehr eben Mercosur und alles dem in den Rücken fällt, dass wir bei positiver Weidehaltung auch die mehr als eine Handvoll guter Beweider aus Südamerika, in Brasilien, in Argentinien, in Chile, auch Uruguay, vielleicht auch in Paraguay, weiß ich nicht, ja, mit im Sinn haben, dass die unterstützt werden. Die machen eine gute Arbeit. Da hatten mal welche auf Bio umgestellt und hatten dann aber keine Chance mehr, auf den europäischen Markt zu kommen. Und die gilt es eben auch zu unterstützen. Solidarität der Landwirte. Danke. Felix hat das Mikrofon schon gedanklich verteilt. Genau, bitte, Frau Bickel. Ja. Ulrike Bickel, ich bin beim BUND und arbeite seit auch 18 Jahren zu Soja und Pestiziden und schreibe für Amerika 21. Und gestern wurde ja auch der kritische Agrarbericht vorgestellt. Und da habe ich gefragt, wie denn die Bereitschaft wäre, in Deutschland auch nochmal nachfrageseitig die Sojaproblematik anzusprechen. Wir hatten vor 18 Jahren in Loccum von der Evangelischen Akademie den Soja-Dialog. Und weiterhin steigt unser Importhunger nach Soja. Seit ich 2003 meine Masterarbeit zu Brasilien geschrieben habe über Sojaanbau, sind weiter in Südamerika mindestens 50 Millionen Hektar abgeholzt worden. Und jetzt auch im November, die bolivianische Übergangsregierung hat gerade 9000 Quadratkilometer weiter zur Waldabholzung freigegeben, um weiter Futtermittel für den Export anzubauen. Und wir sind aber nachfrageseitig auch mitverantwortlich. Nur ist mir klar, dass die Grünen damit nicht in den Bundestagswahlkampf ziehen werden, wenn sie eine Regierungsbeteiligung wollen. Aber man kann das vielleicht auch positiv verkaufen, indem man so eben für gutes Fleisch aus Weidehaltung plädiert. Aber also ich gehe auch morgen zum Grünen Agrarkongress. Ich wünsche mir einfach dann mehr für den Grünen, zum Beispiel nochmal auch über einheimischen Leguminosenanbau. Und einen Dialog auch mit den Bauern, die jetzt heute auf der Straße sind, wie wir das Soja hier aus den Futtermitteltrögen rauskriegen. Wir haben einen Export, wir haben einen Überschussexport von Schweinefleisch zum Beispiel. Da müssen wir runter. Silvia Bender. Ja, da gebe ich vollkommen recht, dass wir runter. Einmal das blaue Mikro noch. Dass wir runter müssen vom Soja
Import und ich glaube, der Weg geht tatsächlich nur an allen Stellen. Also wir müssen einerseits Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich sensibilisieren, wir müssen aber auch die Möglichkeit geben, dass sie eben kaufen können ohne Soja, dass sie Qualitätsprodukte kaufen können. Das heißt, wir brauchen eine Kennzeichnung und wir müssen aber natürlich auch mit den Landwirten sprechen. Wir müssen die Forschung wieder aufbauen, damit zum Beispiel Leguminosen in Deutschland oder in Europa wieder also besser angebaut werden können, besser in den Markt kommen können. Da ist ja über Jahre und Jahrzehnte tatsächlich die Forschung und auch die Saatgutzüchtung absolut hinten runtergefallen, weil eigentlich nur der Ökosektor daran gearbeitet hat. Das muss wieder verstärkt werden. Und wir müssen natürlich im Gespräch mit den Bauern Alternativen eröffnen, heißt aber eben auch, dass sich das auch dann im Preis widerspiegeln muss, damit, also Soja wird ja eben auch eingesetzt, weil es so billig ist. Das heißt, wir brauchen dann auch eine Diskussion darüber, dass Lebensmittel teurer werden, wenn sie eben eine höhere Qualität haben. Frau Bickel hatte ja, ich würde gerne nochmal Sie als Frau Unmöse, als Beobachterin der Grünen ansprechen, denn Sie hatten ja, Frau Bickel, Sie hatten ja angesprochen, diese Frage Regierungsbeteiligung heißt, wir machen jetzt nicht die ganz klaren Vorschüsse und genau, da gibt es eine gewisse Vorsicht. Wie weit würden Sie sich wünschen, dass die Grünen da trotzdem noch mehr vorangehen oder glauben Sie, dass diese Dialoge, die es ja lange sozusagen auf niedrigem Niveau gab, dass die ausreichen oder müssten da jetzt noch große Vorstöße kommen? Also ich glaube, dass in der Tat, also dieses Jahr wird es ja nicht mehr zu Neuwahlen kommen. Ich denke, wir können ja wahrscheinlich mit einer Kontinuität dieser großen Koalition noch für dieses Jahr zumindest rechnen. Und ja, ich finde, das sollten die Grünen gerne auch mit Hilfe der Böll-Stiftung, ich habe das auch schon angeboten, nutzen, um nochmal grundsätzlicher und intensiver über die Ausgestaltung einer zukunftsorientierten, klima-, biodiversitätsfesten, zukunftsfähigen Handelspolitik nachzudenken. Im Europaparlament sitzen da ja auch Spezialistinnen und Spezialisten, die das jetzt auch können. Und die Stiftung ist ja genau dazu da, solche grundsätzlichen, konzeptionellen Fragen und Themen voranzutreiben. Aber ich glaube schon auch, das erlaube ich mir hier zu sagen, dass die Grünen sehr schnell, gerade auch was dieses Thema angeht, schon auch in der Gefahr bestehen, dann auch an diesem Punkt ihre Unschuld zu verlieren. Weil Handelspolitik ist längst eine geoökonomische und geopolitische Frage. Handelspolitik wird auch eingesetzt, um unter anderem zu sagen, wie können wir da Deals mit einem Bolsonaro wegen eines Klimavertrags machen, ne, damit er nicht aus Paris aussteigt. Oder, weiß ich sehr genau und intensiv, müssen wir nicht mit Vietnam bilaterale Handelsabkommen seitens der EU machen, damit Südostasien nicht noch mehr in die Hände der Chinesen fällt. Das sind wahnsinnig viele Zielkonflikte unterwegs, will ich sagen, ja, geopolitische, geostrategische, und sich darauf vorzubereiten, na, hat man den 5, 6 menschenrechtliche, klimapolitische Prinzipien in der Handelspolitik, das würde ich schon gerne verankern helfen, und da sitzen ja auch jetzt hier jede Menge Leute auf dem Podium, mit denen wir die Debatte weiterführen müssen, aber nochmal auch zum Soja, nochmal, Brasilien ist das größte Soja-Anbauland der Welt und baut Soja in der Fläche an der Größe so groß wie die gesamte Bundesrepublik. Einfach nur noch mal, um es klar zu machen, warum es so wichtig ist, dass dieser Futtermittelimport nach Europa gestoppt wird, ja, mit 200 Millionen Litern Pestiziden, die da eingesetzt werden pro Jahr. Das muss man sich alles mal einfach immer wieder vor Augen führen, warum es so wichtig ist, dass Sojaimporte zentraler Faktor sind in Kampagnen, die wir führen müssen. Danke auch für die Warnung an die Grünen. Martin Häusling explodiert förmlich, er will reden und wir laufen auf ein ordentliches Zeitproblem, denn ich sehe viele, viele Stimmen, die wir gleich an einer großen Runde sammeln und auf dem Podium machen wir dann eine Schlussrunde. Und Die Begründung für die Handelsabkommen ist ja immer, wenn wir es nicht machen, dann kommt China. Das wird ja, denn die Chinesen sind ja noch viel schlimmer, also lieber gucken, was wir noch einiges retten, was wir ansonsten vielleicht gar nicht in unserer Hand hätten. Ich glaube aber, Europa verkauft sich an dem Punkt immer maßlos schlecht. Wir sind weltweit der größte Markt, wir sind der größte Player und wir verkaufen uns immer gerade, als wenn wir irgendwie mit Peanuts handeln, sondern wir nutzen unsere Macht auch nicht, die wir handelspolitisch auch haben.
Wir können die Agenda bestimmen und die Chinesen bestimmen sie noch lange nicht. Und das andere ist zu Soja. Ich habe für 2010 für das Europäische Parlament einen Bericht geschrieben. Wir können all das Eiweiß in Europa erzeugen. Das ist gar kein Thema. Das Problem ist, dass das brasilianische Soja so billig ist, dass es hier kein Europäer für den Preis machen kann. Warum? Weil die Umweltaspekte überhaupt keine Rolle spielen in Südamerika. Aber eins möchte ich noch sagen, wir können die Debatte auch in eine andere Richtung mit Steuern, in eine andere Richtung steuern. Wir reden jetzt viel über Fleischabgabe. Eine richtige Diskussion, wie wir eine andere Tierhaltung hinkriegen. Warum reden wir nicht über eine Abgabe für Sojaimporte, eine Stickstoffabgabe und eine Abgabe für Pestizide? Dann steuern wir viel besser als das, was wir mit Fleisch steuern. Dann hätten wir nämlich genau das verteuert, was jetzt diese Massenproduktion macht. Und wir könnten eine Tierhaltung haben, gerade in Europa, die auch auf Weide passiert und nicht sozusagen mit Sojaimporten passiert. Und das wäre ein wichtiger Schritt, vielleicht ein besserer Schritt, als jetzt nur Fleisch zu besteuern. Am Helmholtz-Zentrum für Umweltfolgenforschung liegen die ganzen Studien dazu vor, wie es wirken würde und sinnvoll wäre. Bitte eine Runde durchs Publikum. Herbert Debus, ich bin in Südhessen in einem Bündnis gegen die alten Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA. TTIP ist weg, wissen wir. Ich bin sehr dankbar für dieses Update heute und werde das auch da runtertragen nach Südhessen. Die Frage möchte ich trotzdem stellen im Zusammenhang jetzt der weiteren Arbeit. Wie kann man die strategisch den Kampf gegen Mercosur, der unbedingt geführt werden muss, bin besonders dankbar für den brasilianischen Kollegen, der dort gesprochen hat, wie kann man das verknüpfen mit den Kämpfen, die immer noch geführt werden gegen CETA, die sehr aktuell sind in Deutschland und die aber die Presse sehr intensiv verdrängt hat. Wir sind irgendwo verschwunden, weitgehend, und wir sollten über Mercosur, CETA nicht vergessen. Herzlichen Dank. Eine von den Frauen in der letzten Reihe. Einmal nach ganz hinten. Danke. Hallo, ich bin Shefali Sharma von the Institute for Agriculture and Trade Policy. Entschuldigung, ich muss auf Englisch fragen. Two questions. One, what my colleague from Brazil mentioned, which is dicamba, which is another pesticide, which makes glyphosate almost look healthy. You know, I'm wondering to what extent the European Parliament is discussing the standards around all of these things, the meat processing, the feed, because the processed meat that comes here is full of this stuff, right? And it's, of course, the Brazilians, of course, are also consuming this, which is ridiculous, but we have standards here. And dicamba, to my understanding, is not allowed. And so to what extent is this debate going to be held in 2020 around these standards and the imports coming in here? And the second question is about climate change and the role of free trade agreements, because for us and for many people in the trade movement, this agreement is really a critical test about whether the EU is serious about its climate goals. Because we see that there's going to be a significant impact on climate change with this deal and with other free trade agreements coming up. And so to what extent is the Parliament thinking about this agreement and in general the free trade policy that the EU has when it comes to our European goals on climate? Thanks. Vielen Dank. Eine letzte Frage noch von der Seite, auch wieder aus der letzten Reihe. Beide. Beide und kurz, bitte. Okay, hallo. Guten Morgen, ich bin Renata Motte. Heute an der FU Professorin, aber ich habe früher auf der brasilianischen Seite bei der Bundesagentur für Gesundheit gearbeitet, damals in der Mercosur-EU-Freihandelsabkommen 2004 ungefähr. Und von der Agrarministerium, Gesundheitsministerium war oft auch die Rede, dass von der EU-Seite die Fairtrade, also Subvention war auch nicht eine klare Spielregel, wenn die EU-Agrarpolitik so viele Subventionen hat. Und meine Frage wäre, wie weit geht jetzt die Debatte? Wie kann die EU-Agrarpolitik, die sehr viel die Welt auch beeinflusst, inwieweit kann man das eine ökologische, faire Landwirtschaft in Europa führen, damit das auch ein bisschen das Weltsystem beeinflussen kann, als Modell. Danke.
Guten Morgen, Jürgen Knirsch von Greenpeace. Es ist von mehreren ja darauf hingewiesen worden, dass diese Nachhaltigkeitskapitel nicht durchsetzungsfähig sind. Ich möchte ganz ernsthaft davor warnen, die Hoffnung darauf zu setzen, wenn die Nachhaltigkeitskapitel durchsetzungsfähig sind, haben wir die Probleme gelöst. Das ist nicht der Fall. Erstens, gucken Sie sich bitte die Nachhaltigkeitskapitel an und gucken Sie, was nicht drin steht. Kein Verbraucherschutz, keine Menschenrechte. Indigene werden bei EU-Mercosur nur als Produzenten von Produkten, die aus dem Wald stammen und nach Europa geschifft werden können, erwähnt. Also Sie haben den Titel Nachhaltigkeitskapitel nicht zurecht. Zweitens, selbst wenn diese Kapitel durchsetzungsfähig wären, hätten wir noch 30 andere Kapitel, die Nachhaltigkeit mit den Füßen treten. Was wir also brauchen, ist erstens das Abkommen, so wie es vorliegt, abzulehnen und zweitens uns Gedanken zu machen, wie Handelsabkommen tatsächlich Nachhaltigkeit sein können und nicht die Nachhaltigkeit in ein Kapitel abzupacken. Danke. Wir brauchen erst die Debatte und dann die Abkommen. Wir müssen das alles umdrehen. Mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt schon überziehen und dass ich zugesagt hatte, dass ich um 11 hier fertig bin und dann weiterfahren muss, bitte ich um eine ganz kurze Schlussrunde und um eine lange Diskussion beim ausgiebigen Breakfast, was vielleicht in einen Brunch übergehen kann, denn ich sehe, es sind noch viele Fragen ungeklärt. Die haben die Frage, der reicht die Sanktionen oder die Durchsetzungsfähigkeit, Verbindung Mercosur-CETA, die Cumber Process Meat, was sagt das Parlament dazu? Und die Frage der Europäischen Unionssubvention, EU-Subventionen auf die Landwirtschaft, die ja den Welthandel auch verzerren. Herr Löwenstein. Also das eine, die Europäische Union muss natürlich eine Agrarpolitik machen, die tatsächlich viel, viel, viel nachhaltiger ist. Aber sie wird auf die Welt nur wirken, wenn wir gleichzeitig an dem Außenhandelsschutz etwas tun, in dem Sinne, wie es gesagt worden ist. Das Zweite, was ich in Richtung der Grünen gerne sagen möchte, also man darf nicht den Eindruck erwecken, als ob wir in Europa das ganze Eiweiß produzieren könnten und wir können aber weiter so Fleisch essen wie bisher. Deswegen wird man um dieses Thema nicht rumkommen. Mein Vorschlag ist, sagt doch den Leuten, wir Grünen sind dafür da, dass die Leute qualitativ hochwertiges Fleisch bekommen, dann kann man sich auch weniger leisten. Und gesünder werden sie sein. Die Ärzte stimmen ein und sagen, das wird uns gesünder machen. Das ist ja eine gute Botschaft. Professor Scherrer, Sie haben ja nicht nur dieses Abkommen im Blick, sondern viele, viele Arbeitsrechtsverletzungen, über die wir noch relativ wenig gesprochen haben. Also ich bin der Meinung, dass man die Handelsabkommen alle ablehnen sollte, weil der Forderungskatalog, der ja die Richtung eines Handelsabkommens vorgibt, nie mit der Zivilgesellschaft diskutiert wurde. Und deswegen muss man erstmal einen richtigen Stopp machen und sagen, wir müssen nun ein neues Mandat entwickeln. Es gibt mittlerweile sehr viele gute Ideen, wie Handelsverträge besser aussehen könnten, nachhaltiger sein. Hier muss ein richtiger offizieller Dialog mit der Zivilgesellschaft in ganz Europa laufen. Und dann hat man erst ein Mandat und auf der Grundlage kann man verhandeln. Vielen Dank für die politiktheoretische Untermauerung. Martin Häusling. Ja, die Frage nach der europäischen Agrarpolitik stellt sich natürlich auch ganz klar. Wir geben 56 Milliarden Euro jedes Jahr im System, um gerade auch eine europäische Exportförderung zu betreiben. Denn dieses Geld dient ja auch zur Verbilligung der Produkte, die wir dann in andere Länder verkaufen. Und mich wundert so ein bisschen, dass die Diskussion und die Aufmerksamkeit auf diese Agrarpolitik im Moment gar nicht so gerichtet ist. Wir stellen die Weichen für die nächsten 7 Jahre. Da kann die Farm and Fork-Strategie der Kommission oder Green Deal, den können wir dann vergessen, weil wir für 7 Jahre jetzt wieder festschreiben, und das wollen die Konservativen, dass wieder 70% pro Hektar ausgezahlt werden und wir keine Umweltbedingungen, keine Sozialstandards benennen, damit Bauern Geld kriegen. Das ist eine ganz verheerende Entwicklung. Wenn wir jetzt nicht die Weichen in die richtige Richtung stellen, sind 7 Jahre wieder rum, ohne dass wir was ändern. Und ja, ganz klar, ich bin schon dafür, dass wir Handelsverträge abschließen. Wir können uns da nicht jetzt rausziehen in Europa und kann sagen, haben wir nichts mehr mit zu tun. Aber Europa, und das sage ich nochmal klar und deutlich, Europa muss die Standards jetzt ganz anders setzen. Und wenn es Europa nicht macht, wer denn sonst? Sollen wir auf einen Regierungswechsel in den USA warten? Und eins muss ich auch nochmal sehr deutlich sagen, wir sind hier in Berlin. Und ich kann es nur aus Brüsseler Sicht sagen, Deutschland, die deutsche Bundesregierung, ist die treibende Kraft bei allen Liberalisierungsbemühungen, bei allen Diskussionen um weiter so in der Agrarpolitik. Und ich würde mir herzhaft wünschen, wir würden doch nicht noch ein Jahr warten müssen, bis wir eine neue Regierung kriegen. Silvia Bender, können Sie da helfen? Vielleicht kann genau. Da ja jemand helfen. Silvia Bender, was können wir da machen? Konkret kann ich da nicht helfen. Ich glaube, auch wenn wir uns
sich vielleicht viele was anderes wünschen, glaube ich, müssen wir damit leben, dass es nicht in unserer Hand liegt, diese Bundesregierung aufzulösen. Zur Agrarpolitik will ich sagen, klar, also A, eine Agrarwende ist immer mit einer Ernährungswende verbunden. Das ist von daher, ja, wir müssen darüber reden, dass wir weniger Fleisch essen, dass wir auch andere Produkte weniger konsumieren, dass wir mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Da bin ich vollkommen bei Felix Löwenstein. Das Zweite ist, wenn wir Agrarpolitik angucken, dann ist es wichtig, dass es eine konsistente Agrarpolitik ist, die eben mehr ist als Fördergelder verteilen. Wir brauchen Marktregulierung, wir brauchen ein Ordnungsrecht, was eine bestimmte Höhe hat und nachhaltiges Wirtschaften in Europa festlegt. Und dann kann über Förderung eben zusätzliche Leistungen für Biodiversität, für Klimaschutz etc. honoriert werden. Und solange wir eben diese konsistente Politik nicht haben, werden wir immer in der Diskussion sein, dass wir Direktzahlungen zahlen müssen, um entweder gegen billige Importe oder für billige Exporte gegen zu subventionieren. Und da müssen wir raus. Und das heißt, wir müssen Landwirtschaftspolitik größer denken, als das bislang passiert. Ja, ich meine, wir haben ja nicht nur das Problem, dass es schwache oder völlig unzureichende Nachhaltigkeitskapitel gibt, ne, in Abkommen, sondern wir haben insgesamt, Stichwort ist konsistent, doch längst eine Situation in dieser Welt, dass weder eine Investitionspolitik noch Handelspolitik noch Agrarpolitik noch Finanzpolitik die Grundsätze der Umkehr, wie sie das Klima Paris fordert, noch gar nicht internalisiert haben. Das ist doch überhaupt unser Problem. Das spielt sich ja nicht nur in der Agrarpolitik ab. Wir investieren weltweit in Infrastrukturen, die sind total fossil orientiert und werden Pfadabhängigkeiten für das fossile Zeitalter produzieren. Also wir haben das Nicht-Konsistenz-Problem in allen harten Politikfeldern, weshalb es eben überhaupt ja darum gehen muss, ein Reset zu machen. Ich bin da ganz bei Herrn Scherer, dass man grundsätzlich über Handelspolitik überhaupt nachdenken muss. Und das habe ich ja auch mehrfach gesagt. Wenn Sie die Herausforderungen dieser Welt, nämlich Klimakatastrophe, weltweites Artensterben und natürlich auch demokratische und menschenrechtliche Aspekte voll einbezieht und sie nicht nur an Sonntagsreden und in nette Kapitel delegiert. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dieser ganze Aufruf hier auf diesem Podium ist noch mehr als so ein zaghafter Applaus zum Schluss wert. Herzlichen Dank an Ihre Appelle und auch an Ihr Engagement überall, wo Sie sich einsetzen.